Einen wunderschönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im IKEA Haid. Es ist eine wahnsinnig schöne Location für alle, die hier anwesend sind, aber auch herzlich willkommen alle, die uns heute im Livestream mitbegleiten bei diesem spannenden Event, das wir für Sie heute vorbereitet haben. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind und ich freue mich ganz besonders, weil dieses Thema unglaublich wichtig ist und vor allem in den letzten Monaten noch einmal an Bedeutung gewonnen hat in der Wirtschaft. Und wenn Sie sich fragen, warum hat der junge Mann oder junger Mann da vorne so eine angeschlagene Stimme. In der Ankündigung ist es schon erwähnt worden, ich war vor 3 Tagen noch bei der Weltmeisterschaft auf Madeira und anscheinend ist es nicht nur für die, die mitgejubelt haben, sehr anspannend für die Stimme, sondern auch für mich, als ich angeschlagen habe und gesehen habe, dass ich die Bronzemedaille gewonnen habe, sind mir einige Jubelschreie herausgekommen, die haben meine Stimme mitgenommen, aber ich hoffe, dass ich Sie heute durch diesen Nachmittag gut begleiten kann. Danke, dass Sie im Livestream mit dabei sind und natürlich auch Sie alle hier. Ich werde mich natürlich im Laufe des Nachmittages auch an Sie explizit richten. Alle, die zuschauen und mit dabei sind, haben dann auch im Laufe des Nachmittages die Möglichkeit, aktiv teilzuhaben. Das haben uns die Pandemiezeiten gelernt, dass hybride Veranstaltungsformate funktionieren und wir werden auch die Möglichkeit haben, dass Sie Fragen stellen an unsere Expertinnen und Experten. Wir freuen uns auf jeden Fall. Aber beginnen wollen wir mit einem Einführungsvideo, das auch die Aktivitäten der ESSA Foundation vor allem im Hinblick auf Zero Project zeigt, um zu sehen, was alles getan wird, damit Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt inkludiert werden können. Und ich würde sagen, zu Beginn fangen wir dann gleich einmal mit dem ersten Video an. The conference is the annual highlight to tear down barriers. I think this room, more than any room, understands the demographics of disability. It's big. To make the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities a reality in every region of every nation on the globe. Hiring people with a disability is an idea whose time has come. Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, hat eine tolle Auswirkung. Es ist nicht ein soziales Projekt, sondern es hat eine wirtschaftliche Kraft. In unserem bisherigen Unternehmensdialog konnten wir an die 120 Best-Practice-Beispiele präsentieren und somit ein dichtes Netzwerk an interessierten Unternehmen knüpfen. Ich würde jedem empfehlen, um diese Chance, die wirklich vor uns liegt, dieses Potenzial zu nutzen. Ja, das Wichtigste ist, barrierefrei denken sozusagen, also auch für einen Unternehmer selber, nicht? Menschen mit Behinderungen finden neue kreative Lösungswege für ihre Herausforderungen. Und gerade das Potenzial können Unternehmer nutzen. Menschen mit Behinderung haben ganz viele Begabungen, die ihnen einfach von vornherein nicht zugetraut werden. Dass zum Beispiel der Blinde auf seiner Braillezeile im Excel wesentlich schneller ist als jeder Sehende. Ich wünsche mir, dass die Unternehmen die Barrieren im Kopf abbauen. Du hast jetzt viel im Kopf denken, was könnte sein. Das sind ganz normale Mitarbeiter mit allen Vor- und Nachteilen. Sie können genau gleich viel leisten, nur anders. Es macht volkswirtschaftlich Sinn, weil es 14 Mal günstiger ist, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Es macht betriebswirtschaftlich Sinn, weil 15% der Bevölkerung eine Behinderung haben und auf dieses Potenzial kann ein Unternehmen nicht verzichten. Es macht personalwirtschaftlich Sinn, weil es mit dem Unternehmen etwas macht. Es verändert viele Unternehmen zum Positiven. Nicht nur die Post bringt alles, sondern Inklusion bringt. Wenn es auch nur kleine Schritte sind, bewegt etwas, verändert etwas und löst hoffentlich ein Schneeballsystem aus. There is no reason why Austria couldn't embrace this and become the world's center from which all the world will come to see how to make this happen. Es gibt wirklich keinen Grund, warum Österreich nicht diese Vorreiterrolle, die sie auch schon hat und unser Land und die Unternehmen in unserem Land schon geschafft haben,
und Menschen mit Behinderung schon in vielen Unternehmen inkludiert sind. Und Sie haben es schon gehört, ganz, ganz viele Vorteile. Aber vor allem, wenn man händeringend nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sucht, dann wäre es fahrlässig, wenn man sich nicht dieses Potenzial auch anschaut. Und Sie werden heute sehen, großartige Unternehmen machen das schon und werden davon berichten, dass auch das, was wir machen werden, wir werden Ihnen Best-Practice-Beispiele zeigen. Wir werden aus der Praxis heraus sehen, was sind denn die Herausforderungen, was sind denn die großen Gewinne und die großen Chancen dieser Unternehmen, wenn sie Menschen mit Behinderung anstellen. Und das Ganze natürlich mit der Möglichkeit, dass Sie sich auch einbringen. Das heißt, alle, die im Livestream zuschauen können über Slido. Es wird dann eingeblendet, die Möglichkeit, dass man dort die Fragen stellt oder Inputs, Dinge, die Sie stellen wollen. Und vor allem auch anonymisiert. Das heißt, der allergrößte Vorteil, wenn man einmal etwas Komplexeres fragen möchte oder etwas, wo man sich nicht traut, die Hand aufzuzeigen und die Frage selber zu stellen. Das geht natürlich auch hier aus dem Raum heraus. Also gehen Sie dann auf die Slido-Plattform. Sie sehen den QR-Code auch eingeblendet. Einfach abfotografieren. Sie landen dann auf der Plattform und können dort Ihre Fragen stellen. Ich werde sie dann hier eingeblendet bekommen und wir werden dadurch einen interaktiven Austausch auch schaffen, weil Sie natürlich viele Fragen ganz bestimmt auch an unsere Expertinnen und Experten und die Unternehmerinnen und Unternehmer haben. Warum es das Ganze gibt, das liegt ganz besonders an einem Mann und natürlich sein gesamtes Team, aber initiiert und alles in die Wege geleitet, damit es die Zero Project Unternehmensdialoge gibt und natürlich auch die Aktivitäten der Essel Stiftung. Daran ist ganz besonders Martin Essel schuld. Und wir freuen uns, dass er heute auch hier ist und ich darf ihn jetzt zu mir nach vorne bitten und um seine Begrüßungsworte bitten. Herzlich willkommen, Martin Essel. Vielen herzlichen Dank, lieber Andreas Unnea, und herzlichen Gratulation auch zu deinem wunderbaren Medaillengewinn bei der Schwimmweltmeisterschaft, bei der Paraweltmeisterschaft, eine Medaille zu gewinnen. Das ist schon etwas, und wenn ich jetzt neben dir so stehen darf, dann ist mir das wirklich eine große Freude und Ehre. Und vor allem, dass er drei Tage danach an uns denkt und mit uns gemeinsam einen Unternehmensdialog hier im schönen Linzer Vorort Heid beim IKEA abhalten zu dürfen. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen, einmal an den Bildschirmen und Sie, die Sie hierher gekommen sind. Wir fühlen uns bei Ihnen pudelwohl im IKEA-Restaurant. Wir sitzen in Fauteuils und es wird so spannend sein, dass ich keine Sorge habe, dass wir dabei einschlafen, aber wir werden in entspannter Atmosphäre miteinander darüber nachdenken, welchen Ansatz wir finden können, um noch viel mehr Menschen mit Behinderung eine Chance am österreichischen Arbeitsmarkt zu bieten. Herzlichen Dank, Martin. Wir freuen uns natürlich auf die Projekte und auf das, was heute hier vorbereitet wurde. Vielen, vielen Dank für deine einleitenden Worte. Ein Applaus natürlich für Martin Essel und stellvertretend für das gesamte Team. Menschen mit Behinderung können wahnsinnig viel leisten, wenn man die Möglichkeit schafft, dass diese Talente eingesetzt werden, wenn man die richtigen Rahmenbedingungen zur Verfügung stellt, wenn man die Barrieren wegschafft, die hinderlich sind. Und oftmals sind das bauliche Barrieren, strukturelle Barrieren, aber auch Barrieren im Kopf, in der Wahrnehmung. Weil jemand irgendwann einmal nach meinem Autounfall in der Reha gemerkt hat, der junge Mann, der tut sich gut im Wasser. Deswegen gab es die Möglichkeit für mich, dass mein Talent entdeckt wurde. Und weil mein Talent eingesetzt wurde, hat Österreich heute 12 Medaillen bei Großereignissen im Paraschwimmen mehr. Das heißt, man sieht, wenn man diesen ersten Schritt macht, dann kann da ganz viel entstehen. Man muss sich nur trauen, man muss den Mut haben und man muss auch die Sicherheit und Gewissheit haben, dass es funktionieren kann. Und das ist das, was wir Ihnen heute auch zeigen kann. Die Rahmenbedingungen, die stellt natürlich in unserem Land, so wie in vielen anderen Ländern, die Politik zur Verfügung. Wir freuen uns auch, dass in den letzten Jahren ganz besonders auch die österreichische Politik sich diesem Thema angenommen hat und da auch unterstützend ist. Und wir freuen uns, dass wir nun eine Videobotschaft von Landeshauptmann Stelzer haben, die wir Ihnen jetzt gerne auch zeigen. Ich freue mich ganz besonders und ich bedanke mich zugleich, dass auch heuer wieder das Zero Project mit dem Unternehmensdialog bei uns in Oberösterreich stattfindet. Danke der gemeinsamen Initiative der Essel Foundation, von NEBA Betriebsservice, der Business Upper Austria und der Caritas Oberösterreich. Es braucht immer viele verschiedene Ideengeber und Player, um Großes zu bewerkstelligen
und um Neues realisieren zu können. In vielen Branchen hat sich unser Zugang zu Arbeit und wie wir arbeiten teilweise oder sogar fundamental verändert. Von Homeoffice und Remote Work bis hin zur umfassenden digitalen Transformation. Ebenso wirken große internationale Krisen auf die lokalen Wirtschafts- und Arbeitsmärkte. Corona, aber auch der Klimawandel und aktuell ganz besonders der unsagbare und furchtbare Krieg in der Ukraine. Für Unternehmen ist der gemeinsame Austausch daher umso wichtiger, um bestehende Strategien anzupassen und von hier aus den oft unsicheren, aber daher umso mutigeren Blick in die Zukunft zu haben. Der Erfolg von Betrieben, ganz egal welcher Größe, steht und fällt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und hier kommt die besondere Stärke des Zero Projects zum Tragen, als Brückenbauer zwischen Unternehmen und Menschen mit Beeinträchtigungen. Moderne Betriebe, wie auch ein gesamter Standort wie unser Land, können und wollen es sich nicht leisten, auf Potenziale zu verzichten. Unser gemeinsames Ziel ist, dass wir die besten Möglichkeiten schaffen, damit Menschen mit Beeinträchtigungen und mit besonderen Bedürfnissen ohne Barrieren und Schranken arbeiten und so unser Land gestalten und gemeinsam mit allen weiterentwickeln können. Auf diese Weise zeigt sich, dass Ideen überall dort entwickelt werden und dass Neues überall dort geschehen kann, wo gemeinsam gearbeitet wird, wo Inklusion gelebt wird, wo Menschen zusammenhalten und zusammenarbeiten, ganz egal, welchen Hintergrund sie mitbringen und ganz egal, wo sie gerade im Leben stehen. Oberösterreich ist hier bereits sehr weit gegangen und hat viele Wege begonnen, was Inklusion am Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft betrifft. Aber es braucht gerade in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation immer wieder neue Antworten, neue Wege, wie wir aktuellen und auch kommenden Herausforderungen begegnen und daraus gemeinsam Chancen schaffen. Ich bedanke mich daher sehr herzlich für das außergewöhnliche Zero Project und insbesondere bei der Essel Foundation für den Einsatz und das Engagement für Menschen mit Beeinträchtigungen. Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des diesjährigen Unternehmensdialogs viele spannende Impulse, einen regen Meinungs- und Ideenaustausch, vor allem aber auch viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft. Herzlichen Dank, Herr Landeshauptmann. Danke auch an das Land Oberösterreich, das sehr vorbildlich ist und natürlich an den Wirtschaftsstandort Oberösterreich. Und wir haben es gehört, ob kleine oder große Unternehmen, alle können, wenn man sich auf den Weg macht, auch die Unterstützung bekommt, die es gibt. Und auch da werden wir heute einige Möglichkeiten sehen und auch hören. Also da freuen wir uns ganz besonders darauf. Und bevor wir in den ersten Impuls gehen, in den ersten Austausch mit unseren Gastgeberinnen und Gastgebern, haben wir zwei Freiwillige. Und Martin, ich glaube, du bist einer von denen. Das heißt, du bekommst hier einen Gehörschutz. Und ich glaube, die Dame in der zweiten Reihe bekommt auch noch Frau Brunner. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich da gemeldet haben. Genau, später dann aufsetzen. Ich mache noch kurz die Anmoderation, die Erklärung für das, was folgt. Aber während dem Impuls einfach aufsetzen und darauf vorbereiten, dass ich Sie im Laufe der Veranstaltung dann noch kurz zu mir bitten werde, um über Ihre Erfahrungen uns zu unterhalten. Und jetzt wollen wir auch gleich in das erste Best Practice gehen und dass es gut funktioniert. Hier, das sehen wir sowieso, weil hier die Location so schön hergerichtet wurde. Aber IKEA macht wahnsinnig viel in der Inklusion von Menschen mit Behinderung und vor allem auch mit dem Schwerpunkt Menschen, die gehörlos sind. Und da freuen wir uns, dass wir nun die Diversitätsmanagerin bei IKEA Österreich, Nicole Steger, und den Business Navigation IKEA Heid, Christian Schwenninger, zu uns nach vorne bitten dürfen. Herzlich willkommen. Gerne zu meiner Rechten, zu meiner Linken. Wir haben Mikrofone für jeden. Wie Sie sich wohlfühlen, ein Mikrofon dort, eins da. Wir haben es schon einmal gehört, es ist wahnsinnig schön, es wird auch sicher öfter noch angesprochen werden. Das Buffet schaut fast besser aus als bei mir bei der Hochzeit vor ein paar Wochen, also ich freue mich schon sehr für nachher dann. Also wirklich keine Mühen und Kosten gescheut, damit wir uns heute wohlfühlen hier. Aber damit auch zeigen, dass das Thema IKEA wichtig ist und in den Diversitätsagenten auch das Thema Inklusion ganz wichtig bei IKEA. Genau, korrekt. Also mein herzliches Willkommen bei IKEA heute.
Und ja, ich kann nur stellvertretend für jetzt IKEA Österreich sprechen. Also das Thema ist uns wichtig, ist natürlich in unsere D&I-Strategies verankert. Klarerweise aber nicht nur, ich sage immer, Papier ist geduldig. Man muss dann auch leben und in die Tat umsetzen. Und da sieht man hinten das Team von IKEA Heid und IKEA Wels, weil wir sind ja in Oberösterreich, die da einen sehr entscheidenden Beitrag dazu beitragen. Und nur ein paar Namen zu nennen, von Susi über Martina, über Paul und Jasmin, damit ich keinen vergesse. Und aber auch übergibt gerne mal an Christian den Hausherrn sozusagen für IKEA Heid. Ja, danke schön. Kommt gleich, genau. Ja. So. Oh, super. Dankeschön. Es freut mich, dass wir das heute hier machen können. Ja. Ich bin stolz darauf zu sagen zu können, dass Inklusion und Diversität bei IKEA einen ganz großen Stellenwert haben. Ja. Es macht mich auch stolz, bei einem Unternehmen arbeiten zu können, das eben diese Wertebasis vertritt. Und ich glaube, es macht uns insgesamt einfach stärker. Ja. Wir versuchen das auch wirklich in der Praxis zu machen. Und es ist einfach wirklich so, dass ein diverses Team einfach auch effizienter, effektiver und auch kreativer ist. Und das braucht man in der heutigen Zeit auf jeden Fall. Mit den ganzen Gegebenheiten, die vorher schon erwähnt worden sind, ist es einfach wichtig, kreativ zu sein, neue Lösungswege zu finden. Welche Vorteile haben Sie denn erlebt im Betrieb selbst mit Menschen mit Behinderung in der Anstellung? Es ist prinzipiell so, dass wir oft, wir haben unterschiedliche Behinderungen bei uns im Unternehmen, sei es jetzt, wir haben Rollstuhlfahrer, wir haben Leute, die sind hörbehindert etc. Und dann ist halt oft so, dass gewisse Sinne halt auch anders geschärft sind, wie zum Beispiel das Beispiel auch war mit dass Leute halt dann schneller auf Excel auch arbeiten können, was man so nicht hinschaut. Und ich glaube, das sind so Inputs, die man kriegt, die man einfach anders vermissen würde und die uns insgesamt weiterbringen als Unternehmen. Ja. Ganz konkret haben Sie auch 7 Menschen, die gehörlos sind, in der Distribution angestellt. Wie hat das funktioniert, dass man dieses Projekt so umsetzen konnte und wie sind denn die Erfahrungen damit? Übernehme ich vielleicht gern, gell? Wie hat das funktioniert? Das hat gut funktioniert, einmal mit der Zusammenarbeit da mit NEBA und natürlich auch mit dem Team, die andere Wege gegangen sind, weil man muss natürlich, wie der Christian schon gesagt hat, andere Sinneseindrücke nehmen. Man kann sich ja bei uns nur online bewerben bei IKEA aus Datenschutzgründen. Muss man manchmal auch kreativ dann sein, wie kann ich mich bewerben? Wie mache ich den Bewerbungsprozess? Wie mache ich das Onboarding? Und um vorher noch auf die Frage einzugehen, die Vorteile, ich glaube, in Zeiten wie diesen zum Thema Staff Retention, Staff Turnover, und da wissen wir anhand der Zahlen schon, und das kann ich da in der großen Runde sagen, und Unternehmen, die auch hier sind, wissen das, die Retention Rate ist höher, Staff Turnover ist weniger, und in Zeiten wie diesen ist es ein entscheidender Wettbewerbsvorteil auch. Und, wie wir auch im Video schon gehört haben, fast 20% der Bevölkerung haben eine Behinderung. Ja, das ist ein Fünftel der Bevölkerung, die haben auch Geld, sind auch Konsumenten. Wo gehen die shoppen, wo komme ich rein, wo möchte ich quasi arbeiten auch? Ich glaube, das ist so ineinandergreifen mit Inklusion. Ich glaube, in den letzten Tagen waren in den Nachrichten, dass ein großer E-Commerce-Anbieter fast schon durch die Bevölkerung durchbrennt und keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr findet. Und wenn man hört, dass die Retention-Zahlen höher sind, das heißt, man kann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser und länger halten, dann ist das natürlich enorm wichtig, dass man sich dieses Potenzial nicht entgehen lässt. Jetzt haben Sie schon ein bisschen die Ziele auch angedeutet, dass man eben auch die wirtschaftlichen Zahlen als Ziel hat. Ist das wirklich auch als konkretes Business-Ziel in der Strategie verankert bei IKEA Österreich? Ja, also ist ganz klar in unserer Strategie verankert, wurde auch gemeinsam mit unserem CEO besprochen, der voll und ganz dahinter steht. Also wie immer sagt, das Thema muss von top down gehen, aber auch von unten hinauf, also in der Mitte treffen wir uns, also dass das wirklich klar verankert ist und natürlich auch klarerweise hinterlegt mit Zahlen, weil es ist kein nice to have mehr, sondern wirklich ganz klar KPI, die man erreichen möchte. Und in dem Sinne kein Sozialprojekt, sondern wirklich ein wirtschaftliches Projekt, das am Ende des Tages auch Gewinn bringt. Wie waren denn Ihre überraschenden Erfahrungen, seitdem Sie auch diese Projekte umsetzen? Wo haben Sie gesagt, da habe ich wirklich was mitgenommen, was mich überrascht hat, was ich vorher so nicht wusste? Ja, meine Überraschungen sind, also das Gehörlosenalphabet beherrsche ich immer nicht nur vollständig. Also ein paar schaffe ich schon.
Habe aber dazu gelernt, gemeinsam mit meinen Kollegen und Kolleginnen, wir haben ein Alphabet auch bei uns schon eingespült für die wichtigsten IKEA-Begriffe, wo wir gemeinsam dazulernen. Und der Aha-Moment ist immer der für mich, dass ich manchmal auch vergisst, dass jemand eine Behinderung hat. Also es gibt ja nicht nur die Sichtbaren, sondern auch die Unsichtbaren. Wie ein paar schon wissen, ich sage, ja, das sind so die schönen Momente, wie auch Christian gesagt hat, jeder von uns hat Stärken, jeder von uns hat Schwächen, ja, konzentrieren wir uns auf die Stärken. Richtig, und nutzen wir diese auch, also es wird selbstverständlich, ich habe immer wieder erlebt, dass mir Menschen was in die Hand geben wollten, obwohl ich die eine Hand schon voll hatte und sie erwartet haben, dass ich dann die zweite noch ausstrecke und dann geht halt nicht, aber das zeigt halt, dass diese Selbstverständlichkeit dann da wird im Umgang. Dafür muss man natürlich auch im Betrieb die Maßnahmen setzen, im konkreten Fall Sprachschulungen, es ist erwähnt worden. Was haben Sie gesehen in der Inklusion von Menschen mit Behinderung, was auch für die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wertvoll war? Ja, es ist wirklich so, dass Menschen mit Behinderung die Sachen halt anders, zum Beispiel auch anders angehen. Ja? Wir haben zum Beispiel in der Abwasch, kann ich nur sagen, haben wir eine Gehörlose und das war am Anfang schon eine Umstellung, ja? Aber da ist teilweise auch so, dass der Arbeitsablauf halt ein bisschen anders ist und dass man sich dann halt auch im Team auf das einstellen mit muss und insgesamt ist es aber dann eine Bereicherung für alle. Ja? Ja. Sie haben es auch schon erwähnt, es muss natürlich auch von oben die Bereitschaft da sein. IKEA ist ein großes Unternehmen. Wie geht man dann konkret so ein Projekt an? Wenn man eine Idee hat, wenn man einen Need findet im Unternehmen, wo man sagt, da müssen wir ansetzen, da möchten wir vielleicht Menschen mit Behinderung einstellen. Was sind denn die Schritte, die man dann setzen muss, damit das funktioniert? Also ich glaube, Schritt 1 ist natürlich, dass man die Geschäftsführung an Bord holt. Die ist meistens sehr begeistert von KPIs, also die nackten Fakten und Zahlen, aber darunter dann auch die Ebene, wo es Menschen braucht, die das auch in die Praxis umsetzen, weil wie schon erwähnt, Papier ist geduldig. Und man, sage ich, mein Tipp ist so, gehen wir mit Menschen mit Leidenschaft, also Menschen, die wirklich eine Passion dafür haben, das voranzutreiben, kann ich nur Innsbruck auch positiv erwähnen, wo man wirklich Menschen haben mit Leidenschaft, die es von innen heraus getrieben worden, voranbringen oder auch die Menschen in Wels, die das jetzt ja innerhalb von kürzester Zeit Gas gegeben haben, ja, braucht die vielen Menschen, die an das Thema glauben und die dann auch nicht nur quatschen, sondern tun, also handeln. Also wirklich ins Tun kommen. Ein praktisches Beispiel ist jetzt auch erwähnt worden aus Innsbruck. Ich glaube, wir haben auch ein Video vorbereitet. Und ich würde sagen, aus Heide schalten wir nach Innsbruck ins Video. So, Christian, sag mal, was taugt dir an deiner Arbeit? Was macht dir Spaß? Ja, der Job. Was gefällt das? Alles gefällt mir. It gives me the opportunity to be myself. That is why I like my job. Also es ist toll, so mit so vielen unterschiedlichen Leuten zusammenzuarbeiten. Weil ich mit Leuten zusammenarbeite. Und eigentlich sind wir alle sehr unterschiedlich, aber trotzdem sind wir uns alle sehr ähnlich und verstehen uns alle gut. The common goal of everybody is to have a good place of work. Ich will mir Möbel zusammenbauen, verschiedene. Kasteln, Regale. Also das Arbeitsklima ist wirklich tipptopp, also gefällt mir einfach gut, ich fühle mich wohl, das ist mir das Wichtigste im Leben. Weil IKEA für gemeinsam stehen und gemeinsam kann nur sein, wenn wir alle miteinander gemeinsam arbeiten. So wie die Gesellschaft ausschaut, so möchten wir auch ausschauen. You know, you need to know people and when they come together, you know, you be a changed person. Egal, ob man behindert ist, ob man aus einem anderen Land kommt, was weiß ich. Es ist einfach wichtig, dass jeder die Chance kriegt. Wir wollen einfach ein Platz sein, wo Menschen mit allen möglichen Fähigkeiten arbeiten können. I was not speaking the language and everybody welcomed me. Die helfen mir alles zusammen. Das ist gut, ja. Bei IKEA ist es so, es gibt nichts, was nicht möglich ist. Man kann auf die unterschiedlichen Bedürfnisse einfach eingehen. Wenn wir wollen, dann können wir. Ein gemischtes Team wird immer stärker sein als ein einheitliches für mich. Weil man da einfach auch viel voneinander lernen kann, finde ich. Und das ist jedes Mal eine Bereicherung. Oh, you are welcome. We are expecting you guys. Herzlichen Dank an IKEA. Wer sich beruflich verändern möchte, da kann man natürlich klatschen für den Einsatz für Menschen mit Behinderung.
wenn ich nicht schon gefühlt 10 Jobs hätte, ich würde es mir überlegen, weil das natürlich toll ist, zu sehen, wie in einem großen Unternehmen das auch gelebt wird. Herzlichen Dank auf jeden Fall für die Beispiele und für den Beweis anzutreten, dass es sehr wohl funktionieren kann, auch in größeren Unternehmen, natürlich mit Strukturen, natürlich mit Prozessen, mit Wegen, aber es funktioniert. Wenn man möchte, dann findet man Lösungen. Herzlichen Dank, Nicole Steger und Christian Schwendinger. Ich darf Sie auch bitten, wieder Platz zu nehmen, natürlich begleitet von einem Applaus. Und an dieser Stelle, ich nehme schon, genau, an dieser Stelle auch noch ein großes Danke, wie gesagt, für die tolle Location. Wir fühlen uns sehr, sehr wohl hier und das ist auch gut so, für dieses Thema auch den passenden Rahmen zu haben. Nachdem wir nun jetzt aus der Praxis also gesehen haben, dass es funktionieren kann und was die Wege sind, die ersten Schritte, die man setzen kann, freue ich mich, dass ich jetzt vom Sozialministerium Service Oberösterreich die Landesstellenleiterin nach vorne bitten darf und mit ihr dazu auch ein bisschen reden darf. Frau Brigitte Deo ist auch schon unterwegs zu mir. Herzlich willkommen. Auch Sie begrüßen wir natürlich mit einem Applaus. Herzlich willkommen wieder einmal bei einem Unternehmensdialog. Wir freuen uns, dass in Oberösterreich viel gemacht wird. Und wenn Unternehmen starten und auf diesem Weg beginnen wollen, dann ist oftmals eine Anlaufstelle auch Ihre Stelle. Wie können Sie den Unternehmen zur Seite stehen? Ja, schönen guten Tag einmal vorerst an alle und an Sie. Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch zur Medaille und wenn ich es richtig gehört habe, auch zur Hochzeit, die noch nicht allzu lange ist. Ja, danke. Mich hat jetzt dieses Video und diese Vorstellung von IKEA sehr beeindruckt. Das hat für mich fast so einen sinnstiftenden Aspekt für mich persönlich. Und als Sozialministerium Service freut mich das ja ganz besonders, weil eines unserer Hauptziele, einmal mehr, ist, dass behinderte Menschen in Betrieben, in Unternehmungen in Österreich gut arbeiten können. Dazu haben wir ein breites Spektrum an Unterstützung für die behinderten Menschen selber, die berühmte Neberkette. Sie, Frau Steger, glaube ich, Entschuldigung, wenn ich den Namen nicht, ja, super, danke, haben es schon erwähnt, die Neberkette ist ein vielfältiges Angebot, vorwiegend zur Unterstützung für die behinderten Menschen selber, aber ganz neu, und da mit diesem Projekt hatten Sie Kontakt, das Neberbetriebsservice, dass die Unternehmen direkt in allen Fragen, die im Zusammenhang mit Behinderung und Arbeit auftreten, da geistert im Hintergrund so der Kündigungsschutz und was tun wir und was machen wir und geht das überhaupt und das ist schwierig, unterstützen und beraten kann und die diversesten notwendigen Unterstützungsstrukturen im Hintergrund sozusagen koordiniert und zusammen spannend. Und insgesamt, wenn man kann, na, wenn man will, dann kann man, wenn da alle gut wollen, und dann können sie auch alle gut. Und das hat man jetzt an diesem Beispiel so wirklich schön gesehen. Danke an alle, die da beteiligt waren. Da kann man natürlich auch das Danke schön weitergeben. Aber es ist auch gut zu wissen, dass man nicht alleine ist, wenn man diesen Prozess starten möchte, sondern dass es offizielle Stellen gibt, dass es Menschen gibt, die viel Erfahrung haben in dem Bereich. Wir werden einige heute auch noch kennenlernen, aber auch, dass von Seiten des Sozialministeriums Service da die Bereitschaft ist, dass Unterstützung geliefert wird. Auf jeden Fall. Und für mich ist das schön, wir denken uns das immer am Schreibtisch so aus, so Konzepte und was könnte helfen und wem könnte es helfen. Und dann haben wir auch schon gehört, alle müssen damit tun. Nicht? Wenn keiner das will, was in diesem Konzept drinnen steht, kann das Konzept noch so schön und theoretisch durchführbar sein, dann hilft das einfach nicht. Und jetzt da bei IKEA, bei dem Projekt, habe ich wirklich das Gefühl, ja, da haben alle wollen, das hat funktioniert. Und das begeistert mich wirklich. Und das legen wir um auf ganz, ganz viele Branchen und Unternehmen und auch im Land Oberösterreich. Herzlichen Dank. Ja, und nehmen Sie die Unternehmer, die da sind, dieses Service in Anspruch, nehmen Sie jede Hilfestellung, die Sie kriegen können. Das Neberbetriebsservice ist wirklich eine Einrichtung, die scheinbar
ja, das aufgegriffen hat und aufgreifen kann, was jetzt gerade notwendig ist. Und nützen Sie die Gelegenheit und nützen Sie auch viele andere Projekte, richtig, die in diese Richtung arbeiten. Und den Appell, den können wir natürlich nur weitergeben. Herzlichen Dank, Frau Deo, für den Impuls. Für Sie natürlich auch noch ein Applaus auf dem Weg zurück zu Ihrem gemütlichen IKEA-Sessel. Wir haben gehört, dass auch IKEA im Bereich der Anstellung von Menschen mit Gehörlosigkeit, die gehörlos sind, einen großen Sprung gemacht hat, vor allem in der Distribution, da große Projekte entwickelt hat. Und das zeigt, dass auch Menschen, die in einer anderen Sprache kommunizieren, trotzdem inkludiert werden können. Und wir freuen uns, dass wir dafür eine Expertin bei uns haben von der Caritas. Sie ist Pädagogin, Erwachsenenbildnerin, Trainerin und eben Expertin in den Bereichen Hörbeeinträchtigung, Kommunikation. Denn sie hat selbst eine Hörbehinderung, das heißt, sie weiß, wovon sie spricht, wenn sie darüber spricht, und arbeitet im Projekt Handwerk Ausbildungsassistenz bei der Caritas. Und wir begrüßen jetzt mit einem Applaus Barbara Rittberger. Begleitet wird sie von Magdalena Zettel, die unseren Diskurs hier in der Gebärdensprache natürlich dolmetschen wird. Herzlichen Dank auch dafür. Ganz wichtig, damit Formate wie diese auch barrierefrei und inklusiv konsumierbar sind. Aber Frau Rittberger, können Sie uns kurz erzählen, was Sie denn in Ihrem Projekt genau machen? Ein Mikrofon kriegen Sie noch von mir. Ist schon angeschaltet, genau. Ja, wir unterstützen gehörlose, schwerhörige Jugendliche und junge Erwachsene in Berufsorientierung bei der Lehrstellensuche und auch bei der Berufsausbildung, je nach Bedarf. Unter anderem bieten wir Beratung in anderen Firmen, was die Kommunikation und Hörbeeinträchtigung angeht. Da ich selbst drauf bin und jahrelang mit hörbeeinträchtigen Menschen arbeite, kann ich auch meine Erfahrungen an verschiedene Firmen und Projekte weitergeben. Auch kann ich Tipps für eine gute Teamarbeit und Kommunikation weitergeben. Übrigens eine kleine Info, man sagt nicht taubstumm, weil es ein abwertendes Wort ist und auch eine Diskriminierung ist. Man kann zum Beispiel sagen, wie hörbeeinträchtig, schwerhörig oder gehörlos, auch wie die Person möchte. Das ist ganz wichtig auch im Wording, wie in so vielen anderen Dingen, bildet natürlich unsere Sprache auch die Wahrnehmung, und da ist es ganz wichtig, dass man da auch auf die Behinderung richtig und gut eingeht. Das heißt, wenn man Menschen, die gehörlos sind oder schwerhörig sind, anstellen möchte, dann gibt es auch hier eine gute Anlaufstelle, die aus Erfahrung heraus auch die Dinge gut mitbetreuen kann. Aber können Sie mir vielleicht sagen, wie viele Menschen in Österreich denn gehörlos sind oder eine Hörbehinderung haben? Also in Österreich sind ca. 1,6 Millionen Menschen, die eine Hörbeeinträchtigung haben. Das sind verschiedene Formen wie Tinnitus, Hörstürze, Altersschwierigkeit, an einem Ohr Hörbeeinträchtigung, Schwierigkeit, Spätertaubheit und viele andere Ohrerkrankungen. Und diese passiert nicht von Geburt an, sondern bei das Leben, zum Beispiel durch Stress, Lärm, Krankheiten und so weiter. Und das wird leider immer mehr werden. Und von 1,6 Millionen Menschen sind ca. 10.000 Menschen gehörlos. Das heißt, eine große Anzahl an Menschen, die man nicht nur als Arbeitsmarktpotenzial sehen kann, sondern auch als Markt, den man bespielen kann als Unternehmen. Das ist natürlich potenzielle Kundinnen und Kunden, die auch einen großen Wirtschaftsfaktor machen. Da gibt es ganz viele positive Beispiele von der Positionierung für Unternehmen, die sich dort auch in diese Nische gut hineingesetzt haben. Aber jetzt haben zwei Teilnehmerinnen und ein Teilnehmer einen Gehörschutz bekommen. Warum haben Sie jetzt einen Gehörschutz gehabt? Genau, die beiden Teilnehmer haben sich bereit erklärt, auch vielen Dank dafür. Also der Gehörschutz simuliert eine Hörbeeinträchtigung und es werden bestimmte Sprachfrequenzen abgeschnitten. Und mir geht es darum, dass die beiden eigene Erfahrung machen und auch uns berichten werden, wie es ihnen ergangen ist und welche Eindrücke sie gewonnen haben. Und ich bin schon sehr darauf gespannt. Ja, dann machen wir das auch gleich. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie mich jetzt hören oder nicht, aber Sie können den Gehörschutz runternehmen. Und lieber Martin, ich darf dich nach vorne bitten, auch Sie natürlich. Kommst du zu meiner Rechten, zu meiner Linken? Ich glaube, daher wird es gut passen. Dann sieht Sie auch Frau Rittberger gut. Kommen Sie, ne? Frau Brunner. Sehr gut. Martin, auch daher kein Problem.
Jetzt ist die Frage, was haben Sie denn erlebt mit dem Gehörschutz, Frau Brunner? Ich habe interessanterweise die Sprechenden sehr gut verstanden. Das war, man musste sich sehr konzentrieren, es war natürlich leiser, aber die Sprechenden haben wir sehr gut verstanden. Die Hintergrundgeräusche, die man so jetzt hört, die waren alle weg. Also das ist ja gar nicht so schlecht manchmal, oder? Also ja, manchmal schon, aber halt das Sprechen sehr leise war, man muss sich dann trotzdem sehr konzentrieren. Es hat aber dann begonnen, dass ich meinen eigenen Herzschlag gehört habe. Also ich habe dann gesagt, ich höre in meinem Kopf einfach Geräusche im Kopf und auch mein Herz. Das war so das Gefühl. Das heißt, einen Erfahrungswert haben wir. Lieber Martin, was hast du denn erlebt, als du den Gehörschutz aufhattest? Ja, ich meine, ich kenne das von Langstreckenflügen, wo man halt besser schlafen kann. Ein bisschen was hört man schon. Und ich konzentriere mich halt dann auf das Lippenlesen. Und das habe ich bei der Kollegin, die wirklich so präzise auch ihre Lippen formuliert, dass man dem sehr gut folgen kann. Also man merkt richtig, dass sie ein echter Profi ist, sich anderen gegenüber ausdrücken zu können. Und wenn man eine Behinderung eben hat, dann kompensiert der Körper, vor allem dann mittelfristig, diese Einschränkung, überkompensiert das, sodass man dann irgendwie das doch handeln kann. Aber ich muss eins sagen, beim Zungenschlag unserer Tiroler Freunde, da habe ich das einfach abnehmen müssen, weil das war mir dann ein bisschen zu viel und zu herausfordernd. Das heißt, es werden Sinne geschärft, man hört Herzschläge, man kann plötzlich Lippen lesen, außer wenn es dann um den Tiroler Akzent geht. Aber wir sehen also, dass auch hier diese Simulierungen gut unterstützen. Herzlichen Dank für den Mut, fürs Ausprobieren. Frau Brunner und Martin Essler, herzlichen Dank. Ein Applaus für Sie, nehmen Sie bitte danke. Gerne wieder Platz. Ja, vielen Dank. Total spannend, was jeder erlebt oder auch eigene Erfahrung macht. Also es stimmt ja wirklich, dass mit der Konzentration, das ist eine behörbeeinträchtigte Person, ist die Konzentration noch stärker als behörde Person. Man muss sehr konzentrieren und auch, dass auch in der Umgebung sehr eingeschränkt wird. Und dass man das alles mitbekommen hat, das habe ich ja berichtet. Was ich sagen möchte, ist, über 20 Jahre arbeite ich mit hörbeeinträchtigen Menschen, aber mit sehr vielen jungen Menschen. Aus unserer Erfahrung können wir sagen, dass jeder das ist und individuell ist. Es gibt keine Verallgemeinerung. Und also jeder hat eigene Stärke, Fähigkeiten und Talente, auf wie wir vorher gehört haben. Und bei Hörstatus gibt es aber sehr viele Unterschiede, nämlich ab wann der Hörstatus bekannt ist, ab wann man technisch versorgt ist, welches technische Hilfsmittel man hat, wie ist der Spracherwerb, wie ist die Kommunikation der Familie, wie ist der Bildungsstand und so weiter. Also es sind sehr viele Unterschiede, dass man auch im Hinterkopf behalten muss. Genau. Aus dem Grund möchte ich Sie gerne ermutigen, dass die Menschen mit Hörbeeinträchtigung als ganzheitliche Menschen sehen und betrachten. Gibt es ihnen einfach eine Chance. Sie können so lernen, auch wenn es vom ersten Moment an anders oder ungewohnt ist, auch von Kommunikation ganz anders ist. Aber lernen Sie einfach diese Menschen kennen und lassen sich überraschen, welche Fähigkeiten sie in ihrem Unternehmen mitbringen. Es kann zum Beispiel sein, manche haben sehr gute visuelle Auffassung, also der Sehsinn ist bei vielen hörbeeinträchtigten Menschen sehr gut und auch sogar besser ausgeprägt. Und Hörstatus ist nur ein kleiner Teil davon. Wichtig ist auch, dass eine Bereitschaft auf beide Seiten kommt und dass man auch dann eine Brücke gebaut werden kann. Gibt es Kommunikationstipps von Ihrer Seite, damit wir als Gesellschaft auch mit Menschen mit einer Hörbehinderung in den Unternehmen auch dann besser umgehen können, sie auch besser inkludieren können? Ja, wichtig ist auch, die Person mit Hörbeeinträchtigung zu fragen, was diese bei der Kommunikation braucht. Also generell kann ich schon sagen, was wichtig ist, und zwar Blickkontakt zu halten, deutlich sprechen, in angenehmer Lautstärke und auch Gesprächstempo zu sprechen, in ruhiger Umgebung.
eventuell auch mit heiten Füßen zu kommunizieren. Es gibt sogar ganz tolle Apps, wie Beispiel AVA oder automatische Transkription. Das kann man auf dem Handy drauf sprechen und da erscheint Text. Und somit kann ich der Person vorzeigen, was ich mitteilen möchte. Das ist ganz toll. Es gibt ausreichend Möglichkeiten. Das heißt, wenn man will, dann kann man alle Hilfsmittel nutzen, auch individuell auf die Menschen eingehen, um Kommunikation zu ermöglichen. Sie haben auch schon einen Appell gerichtet, aber haben Sie zum Abschluss noch ein paar Worte an unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute? Ja, also ich möchte gerne Ihnen ans Herz legen. Es gibt ein berühmtes Motto von Paul Vaslavik, und zwar, man kann nicht kommunizieren. Es gibt viele Wege zu einer Kommunikation. Danke. Herzlichen Dank, Barbara Rittberger, für die Einführung in die Welt der Hörbedingungen. Lieber Martin, möchtest du noch etwas sagen? Sehr gerne. Ja, aus der Erfahrung, die ich in den letzten Jahrzehnten machen konnte, möchte ich zwei Beispiele nennen. Auf der einen Seite noch einmal zu Baumarktzeiten. Der beste Zuschneider bei Baumarkt international, wir haben ja 160 Märkte in 9 Ländern gehabt, war ein gehörloser Zuschneider, der Schnitte gesetzt hat wie in der Schwarzwaldklinik, wie bei der Professor Brinkmeier. Also das war unglaublich. Man hat mit ihm anders kommuniziert, man hat halt dann aufgeschrieben, in welchen Dimensionen man die Holztrümmer braucht und Stücke braucht, und er hat das wirklich ganz präzise gemacht. Und ganz beeindruckend war ein Besuch, den ich mit Michael Pichler, der ja die Unternehmensdialoge mit der Frau Barnes leitet, in Washington DC gemacht habe. Dort gibt es die einzige, weltweit einzige Universität für Gehörlose, die wirklich universitär ausgebildet werden bis zum PhD. Und daneben, also in der gleichen Stadt, in Gehweite, hat es den ersten gehörlosen Starbucks gegeben, der von Menschen, grundsätzlich von Menschen, die nichts gehört haben, betrieben wurden. Und das war so erfrischend. Wir haben noch nie in so einer ruhigen Umgebung miteinander einen Kaffee genießen können. Es hat keine Hintergrundmusik gegeben, braucht man alles nicht, wenn man nichts hört. Und wir haben das wirklich genossen, und das wollte ich einfach damit sagen. Also man muss nur ein bisschen kreativ sein, und für alle Sinneseinschränkungen, die es gibt, gibt es wunderbare Möglichkeiten, sehr kreative Möglichkeiten, Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft zu integrieren. Weil wenn Sie einem Menschen Arbeit geben, dann ist er in der Gesellschaft integriert und kann seine besonderen Stärken in die Gesellschaft hineinbringen, ihr Unternehmen reinbringen. Und das hat mir gut gefallen von IKEA, die gesagt haben, pass auf, wir suchen auch nach Menschen mit Behinderung, für das sind meine Kunden. Auf die 20% der Kaufkraft in Österreich möchte ich nicht verzichten. Verstehe ich, das wäre vollkommen richtig, und das ist die hohe Schule dann der Integration von Unternehmern, die das nicht als Sozialakt und Gönnerschaft sehen, sondern wirklich als betriebswirtschaftlicher Mehrwert für die Unternehmen, und das wünsche ich Ihnen allen. Dankeschön. Herzlichen Dank, Martin. Das habt ihr natürlich bei Baumax damals bewiesen, und das haben wir auch in den Impulsen bisher gehört. Vielen, vielen Dank für den Erfahrungsaustausch mit uns. Wir haben aus der Community eine Frage bekommen. Die Namen der Apps würde mich interessieren, die Frau Rittberger erwähnt hat. Darf ich Sie vielleicht noch bitten, dass Sie uns ganz kurz ein paar von den Apps auch noch sagen? Frau Zettel, Sie sind noch da, dass wir da vielleicht noch ganz kurz die Möglichkeit haben. Aufstehen gerne, das Mikro in die Hand nehmen, gerne auch aus dem Sitzen. Die zwei Apps, das erste heißt AFA. Okay. Und genau, da muss man, am Anfang ist es mal gratis, aber da muss man bezahlen. Und das zweite App ist eine automatische Transkription, das ist eigentlich gratis. Und man kann auch beim Fernsehen oder beim Radio hinstellen, oder erscheint automatisch der Text. Genau, das sind zwei Apps, die ich empfehlen kann. Es gibt auch noch viele andere Apps, aber es sind zwei. Genau. Okay. Das heißt, automatische Transkription und Alpha sind einmal hier genannt worden, aber das Internet ist voll. Das heißt, da gibt es Möglichkeiten, dass Sie sich da ganz viele aussuchen. Herzlichen Dank, Frau Rittberger. Danke auch für die Frage aus dem Livestream oder
hier von vor Ort. An Frau Pink hat die Frage gestellt. Wir freuen uns, dass wir da natürlich auch die Möglichkeit nutzen, unsere Expertinnen und Experten da auch wirklich gut zu verwenden, damit Sie heute auch Input mitnehmen können. Jetzt haben wir von IKEA schon gehört, wir haben gesehen, dass wenn man Menschen mit Behinderungen, vor allem auch Menschen, die gehörlos sind, die Möglichkeit gibt, dass sie auch ihre Talente einsetzen können, dass man, wie Martin auch schon erwähnt hat, dann wirklich Experten auf dem Gebiet gut bekommt. Ich kann mir vorstellen, wenn man sich schwer ablenken lässt, dass man halt ganz, ganz detailliert und genau arbeitet. Das wird wahrscheinlich einer der Gründe gewesen sein für den Erfolg des Zuschneiders. Und wir freuen uns jetzt, ein weiteres Unternehmen bei uns zu haben, das viele Jahre schon einen Erfolg mit Menschen mit Behinderung feiern konnte, und zwar Dens Biomarkt. Und da freuen wir uns, dass wir Nathalie Danner, die Regionalleiterin von Dens Biomarkt, und Anita Bayer, eine Mitarbeiterin mit einer Lernbehinderung, bei uns bitten dürfen. Und ich darf Sie auch mit einem Applaus nach vorne bitten. Herzlich willkommen. Ich mache hier Platz, den Gehörschutztunnel kurz weg, und darf Ihnen gerne auch ein Mikrofon geben. Frau Danner, welche Ziele hat denn Dens Biomarkt, wenn man Menschen mit Behinderung anstellt? Wir haben gehört, das sind keine Sozialprojekte, also nehme ich mal an, dass das wirklich auch wirtschaftliche Ziele hat, die Sie haben. Welche sind das denn? Ja, Menschen Möglichkeit zu geben, bei uns zu arbeiten, die Fähigkeiten, die sie haben, einfach bei uns auch einzusetzen. Und wir haben, also vielleicht noch ganz kurz die... Eine Präsentation von Ihnen auch noch, und den Klicker gebe ich Ihnen gerne auch in die Hand. Ja, genau. Wer sind wir überhaupt? Ich hoffe, es kennen uns alle. Dens Biomarkt ist ein Familienbetrieb, ein Bio-Supermarkt. Wir haben zertifizierte Bioprodukte, sind mittlerweile in ganz Österreich in allen Bundesländern vertreten. 34 Märkte sind es, 500 Mitarbeiter. Wir haben seit 2017 mehr als 15 Mitarbeiter bereits eingestellt mit besonderen Bedürfnissen, in erster Linie mit Lernschwächen oder Lernbeeinträchtigung. Meine Kollegin, die Frau Bayer, ist eine Mitarbeiterin aus Wels, macht derzeit auch die Lehre bei uns, und da kommen wir später noch ein bisschen dazu. Zum Thema Hörbeeinträchtigung haben wir jetzt auch mittlerweile 3 Mitarbeiter, die eine Hörbeeinträchtigung haben. Und ja, das war ganz spannend, dieses Projekt, die Mitarbeiter bei uns begrüßen zu dürfen, und war mit ganz vielen Fragezeichen konfrontiert. Genau. Was heißt das bei uns, die Gehörlosigkeit? Die dürfen, sind in den Bereichen Regalbetreuung eingestiegen, machen auch Kassatätigkeiten, auch Führungsaufgaben. Und wie gesagt, spannend war der Beginn. Was erwarten die Kunden von Gehörlosen? Ja, da sind die ersten Beschwerden gekommen, die seien so unfreundlich, wenn die am Regal arbeiten und nicht reagieren, wenn wir Fragen haben. Das mussten wir zuerst überwinden. Wir wollten sie nicht kennzeichnen, aber das war der erste Schritt, wo wir gesagt haben, jetzt kennzeichnen wir sie, dann tun sich die Kunden leichter, und das hat nach 3-4 Wochen hat sich das so ergeben, dass die Kunden gewusst haben, okay, die hört mich tatsächlich nicht, die ist nicht unfreundlich, sondern die hört mich nicht, und war dann, wie das durchgekommen ist, total erfolgreich, und ja, sind sehr positiv angesprochen worden. Verständigungsschwierigkeiten mit den Kolleginnen. Wir reden mit Händen und Füßen und Stift und Zettel, und ja, es klappt gut. Mittlerweile ist die eine Kollegin eben schon 3 Jahre da. Eine treue Mitarbeiterin, das ist auch ein großes, großes Ziel von Mitarbeitern mit Beeinträchtigung, dass die dann, wenn sie sich wohlfühlen, richtig lange bei uns sind. Ja, und das auch sehr schätzen. Ja, Fachbegriffe erklären, was für uns selbstverständlich ist, war am Anfang eine riesengroße Schwierigkeit, ging dann aber auch mit Zettel und Stift. Auch die Zusammenhänge im Markt. Ich habe die Einstellungsgespräche geführt, habe die Verträge gemacht und begrüßt beim ersten Arbeitstag, und dann war ich nicht mehr, ich als Frau Danner, als Bezirksleitung, nicht mehr im Markt. Und sie hat mich dann gefragt, wo sind Sie? Arbeiten Sie überhaupt noch hier? Also bis dass sie die Zusammenhänge verstanden hat, wer ist denn eigentlich wer und wer hat welche Aufgaben. Ja, und
ganz ein großes Problem war eben bei der Gehörlosigkeit oder bei der Gehöreinschränkung die Maskenpflicht und das Lippenlesen im Markt draußen. Also das war am Anfang kompliziert, aber wir haben es dann eigentlich ganz gut gelöst und geschafft. Genau. Und als wichtigster Punkt, den ich allen mitgeben möchte, die mit Gehörlosigkeit oder Mitarbeiter mit Gehörbeeinträchtigung arbeiten, die Missverständnisse so schnell wie möglich aus dem Weg räumen. Wir haben ganz viel Unterstützung von der Caritas bekommen. Und die Frau Rittberger unterstützt auch die beiden Linzer Mitarbeiter. Der Kollege ist in Wien, da ist der andere zuständig. Genau. Das heißt, Herausforderungen, ob jetzt strukturell oder gesellschaftlich, die sind auf jeden Fall da. Aber so wie Sie gesagt haben, wenn man schnell anspricht und Lösungen findet, dann kann man dafür sorgen, dass so ein Projekt auch gut umgesetzt werden kann. Was sind denn genau die Ziele von Dance Biomarkt im Hinblick auf die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung? Ja, dass sie integriert werden mit der ganzen Mannschaft, die vor Ort arbeitet. Diversität ist ganz ein wichtiger und zentraler Punkt, dass man unterschiedliche Fähigkeiten, Möglichkeiten hat, die man dann mit den Mitarbeitern eben auch durchführt. Genau, das ist noch so ein Beispiel, mit welchen Organisationen wir zusammenarbeiten. Ich für Oberösterreich arbeite hauptsächlich mit der Caritas zusammen. Genau, da haben wir eben ganz viel Unterstützung. Und eben die Frau Bayer, genau, richtig. Meine Kollegin, Lernbeeinträchtigung ist eigentlich ein ganz wesentlicher ein ganz großer Pool an Mitarbeitern, die die Lehre machen wollen, bringen auch eine gewisse Lernbeeinträchtigung mit. Und die Menschen, die das so wollen, dass sie auch bei uns arbeiten, denen geben wir halt auch die Möglichkeit. Und es ist uns ganz wichtig, dass wir da auch unterstützen. Da wollen wir die Frau Bayer natürlich auch gerne in das Gespräch einbinden. Frau Bayer, Sie bekommen ein Mikrofon. Sie machen jetzt als Erwachsene die Lehre zur Einzelhandelskauffrau. Sie sind auch sehr jung Mutter geworden und haben jetzt drei Kinder. Gratuliere dazu. Aber warum machen Sie jetzt die Lehre bei Dance Biomarkt? Ja, erstens mal will ich für meine Kinder ein Vorbild haben, dass ich sage, ich habe eine Lehre gemacht und ihr sollt auch eine machen. Und ja, jetzt habe ich gesagt, jetzt sind sie schon unter Anführungszeichen größer und ein wenig selbstständiger, dass ich Zeit habe auch fürs Lernen. Und wie ist die Lehre im Alltag dann in der Praxis? Wie funktioniert das? Wie werden die Herausforderungen gemeistert? Am Anfang war es ziemlich schwer, ich war zuerst daheim, jetzt war dann der Kleinste, ist jetzt vier, also er wird vier, der ist in den Kindergarten gekommen, der Große in die Hauptschule gekommen, die Mittlere ist das letzte Jahr im Kindergarten und da hat es erst ein wenig so richtig einpendeln müssen, aber jetzt mittlerweile funktioniert das sehr gut. Das hören wir natürlich gerne und bestätigt auch den Weg, den Dance Biomarkt eingeschlagen hat. Gibt es für die Zukunft noch Dinge, die Sie sich vorgenommen haben in dieser Hinsicht? Was erwartet Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denn noch für die Zukunft? Also wir haben auch einige Mitarbeiter mit Lernschwäche, die wir bereits, die Lehre bei uns abgeschlossen haben, übernommen, auch in Oberösterreich einige. Und ja, die Frau Bayer, mir hat es so gefallen damals, weil sie so motiviert war und eben mit dem ganzen Hintergrund, da weiß man einfach, die will das, die hat sich auch dann gut integriert. Am Anfang gibt es natürlich immer Kommunikationsschwierigkeiten, dass man auf eine gleiche Basis kommt. Aber bis das dann jeder weiß, wo praktisch die Steps sind, die man miteinander machen kann, dann klappt das ganz gut. Genau. Also auch hier wieder aus der Erfahrung das Beispiel, dass es funktionieren kann. Man muss dann individuell dann auch die Lösungen finden. Und auch dafür gibt es natürlich Unterstützung. Das haben wir jetzt auch schon gehört. Herzlichen Dank für Ihre Expertise, die Sie uns auch heute mitgeteilt haben. Wir schauen auch schnell, ob wir eine Frage bekommen haben für Dance Biomarkt. Wenn nicht, in welchen Bereichen arbeiten denn Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderungen? Sie haben es schon erwähnt, auch Kasse und Regale. Aber gibt es vielleicht noch andere Bereiche? Ich möchte
dividieren zwischen Hörbeeinträchtigung, also Hörbeeinträchtigung startet in erster Linie mal mit Regalbetreuung, Produkte kennenlernen und in weiterer Folge, das muss ein bisschen langsamer gehen, aber auch dann der Kassenbereich. Ja? Und der Wiener Kollege, der führt auch Führungsaufgaben in der Filiale durch. Ich habe auch eine andere Mitarbeiterin in Linz, die eine Schwerhörigkeit hat und die macht genauso auch Führungsaufgaben. Bei der Lernbeeinträchtigung funktioniert auch von also Regalbetreuung startet man mit Kassatätigkeit, Bedientheckenbereich, der ist bei der Gehörlosigkeit noch ein bisschen außen vor. Also da ist es ein bisschen schwierig, dass man wirklich so in Kundenkontakt tritt. Bei der Lernbeeinträchtigung macht das eigentlich kein Problem. Es geht halt alles ein bisschen langsamer. Aber man findet auf jeden Fall genau für die Talente die Position im Unternehmen, wenn man danach sucht und dann auch wahrscheinlich auch die Profile ein bisschen anpassen muss, die Aufgabenbereiche anpassen kann. Und das Schöne ist einfach der Wille. Also das ist das, was mir am besten gefällt. Wenn wer will, dann schafft er das. Und auch herzliche Gratulation noch zu Ihrer Medaille. Aber dann sieht man das. Wenn man wirklich will, dann schafft man das. Richtig, weil wenn man wirklich will, offen ist, also dann man nämlich auch die richtigen Schritte dafür, damit das funktioniert. Genau. Dann ist nämlich der Beweis, ob man es wirklich möchte. Herzlichen Dank, Nathalie Danner und Anita Bayer von Dens Biomarkt. Ein Applaus natürlich auch für Sie. Und wir freuen uns über die Erfahrungswerte, die Sie uns mitgeteilt haben. Mikrofone können Sie einfach liegen lassen, die verwerten wir noch weiter. Und wir haben es gehört, dass die Caritas da auch unterstützend zur Seite gestanden ist. Und wir freuen uns, dass wir Stefan Pimmingsdorfer von der Caritas Oberösterreich jetzt auch nach vorne bitten dürfen, auch natürlich von einem Applaus begleitet. Und auch ihn um seine Eindrücke bitten dürfen. Zuallererst danke sehr. Seite. Jetzt geht's wieder. Und vielen Dank an IKEA für diese tolle Location. Ich bin ja begeistertes Family-Mitglied und meine IKEA-Welt ist heute wieder mal bereichert worden mit ganz neuen Eindrücken. Also vielen Dank, dass wir da sein dürfen. In der Caritas Oberösterreich begleiten mehr als 1200 Mitarbeiterinnen Menschen mit Beeinträchtigungen in den unterschiedlichsten Lebensphasen. Und unser tägliches Tun und Handeln orientiert sich an der größtmöglichen Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit von Menschen. Und so die Hilfe zur Selbsthilfe, die Selbstbefähigung ist so ein ganz großes Ziel und dahingehend wollen wir die richtigen Assistenzangebote setzen und Menschen eben begleiten, dass sie es selbst schaffen können mit ihren eigenen Ressourcen und eigenen Kompetenzen. Und vielen Dank, Frau Danner und Frau Bayer, wie Sie das gerade vorgestellt haben, so der Wille macht es aus und auch so dieser Mut. Da braucht es aber auch diesen Willen der Kooperationspartnerinnen, der Firmen, die dann jetzt sagen, wir packen es jetzt einfach an, wir schaffen das jetzt und wir machen es jetzt einfach. Sie haben das auch ganz eindrucksvoll geschildert mit den Mitarbeiterinnen hier vor Ort. Denn so ein gutes Leben ist so ein Stück weit, das kann eh nur jede Person für sich selbst definieren, wie für sie oder für ihn ein gutes Leben ausschaut. Aber zu einem guten Leben gehört so ein Stück weit Unabhängigkeit und auch in Richtung Selbstbestimmung. Dann möchte ich eine sinnvolle Beschäftigung haben. Ich möchte in der Früh gern aufstehen, weil ich eine tolle Tätigkeit habe, weil ich weiß, da werde ich gebraucht, da kann ich einen tollen Beitrag leisten. Und natürlich verdiene ich auch etwas und meine Leistung ist etwas wert. Und dahingehend braucht die Caritas Oberösterreich ganz große Unterstützung von Kooperationspartner, danke. Kooperationspartnerinnen und Partner. Mit Gendern hat sie jetzt genau den Hund reingegangen. Okay. Und diese Partnerinnen, die begleiten die Caritas Oberösterreich und vor allem Menschen mit Beeinträchtigung gemeinsam auf dem Weg in die Arbeitswelt, in den ersten Arbeitsmarkt. Und dort gelingen ganz tolle Erfolge und dafür brauchen wir so ein Dens Bio, IKEA und wir werden heute noch vieles mehr hören und haben es in den letzten Zero Projects und Unternehmenskooperationen schon gehört, schaffen das und machen das. Und ich kann nur ermutigen an alle Unternehmen und Betriebe, bitte weiter so, lassen Sie sich inspirieren, probieren Sie es einfach, einfach mal starten, Sie werden sehen, es ist eine absolute Bereicherung. Herzlichen Dank, Herr Pimmingsdorfer, da können wir natürlich
klatschen und ich sehe auch Teilhaberer. Das ist das, was wir sein wollen. Wir wollen teilhaben können und auch andere teilhaben lassen. Vielen, vielen Dank, wie gesagt. Danke, dass wir seit vielen Jahren auch diese Unternehmensdialoge gemeinsam mit der Caritas Oberösterreich machen. Und Sie sehen also, dass viel gemacht wird, damit Unternehmen nicht alleine sind auf diesem Weg in der Inklusion von Menschen mit Behinderung. Wir kommen auch schon zum nächsten Best Practice Beispiel und das kommt von Meritas. Und wir freuen uns, dass wir jetzt Melanie Hofinger und Selina Neubauer, sie ist Lehrling bei Meritas und Melanie Hofinger als Vertreterin von Meritas, zu uns nach vorne bitten dürfen. Auch Sie natürlich gerne mit einem Applaus begleitet. Genau, wir haben zwei Mikrofone. Ich glaube, das Hand 3 ist jetzt bei der Frau Hofinger. Was ist Meritas und was macht Meritas genau? Und was sind denn die Ziele von Meritas in der Ausbildung von Menschen, die schwerhörig sind oder die gehörlos sind? Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Hallo. Ich fühle mich natürlich da im IKEA-Restaurant ganz besonders wohl als ehemalige IKEA-Mitarbeiterin und freue mich ganz besonders, dass ich auch im Restaurant bin, da ich da meine Karriere gestartet habe. Und umso mehr freut es mich, wenn man diese Eindrücke mitnehmen kann, weil ich schon glaube, dass das Kultur ist, die gelebt wird und die ich jetzt plötzlich in mein Unternehmen einbringen darf. Die Meritas Holding ist mittlerweile eine Buchhandlungskette, wenn man so will, mit 7 Buchhandlungen in Oberösterreich. 2018 begonnen, die Buchhandlung Veritas, die werden viele vielleicht noch kennen, zu retten und habe die Buchhandlung mit 12 Mitarbeitern übernommen, war dort selbst Verkaufsleitung und habe beschlossen, ich werde selbstständig. Ganz unverhofft, aber mit dem Mut, den man dann bei IKEA mitbekommen hat und mit tollen Kollegen, die im Hintergrund mich sehr geprägt haben und wo ich mich freue, dass ich die heute wieder sehe, ist mir das sehr gut gelungen und habe dann beschlossen, dass ich diesen Mut mitnehme und weitere Buchhandlungen gründe zum einen Teil und zum anderen aber übernehme. Wir sind mittlerweile von 12 Mitarbeitern auf 45 Mitarbeitern gestiegen. Wie gesagt, 7 Standorte und beschäftigen mittlerweile 12 Lehrlinge in unserem Ausbildungsbetrieb, weil wir einfach auch gesehen haben, dass Buchhandel nicht unbedingt das ist, was jetzt nur jeder lernen will. Umso wichtiger ist da auch Inklusion. Und ich bin heute schon mal gefragt worden, wie viele Mitarbeiter wir mit Inklusion überhaupt beschäftigen. Und ich habe es nicht gewusst. Und das hat mir gezeigt, dass diese Kultur, sage ich jetzt einmal, die ich auch bei IKEA schon gelernt habe, einfach die Barrierefreiheit im Kopf zu haben, ganz wichtig als Unternehmerin ist. Mittlerweile herausgefunden, wie viel wir sind. Also wir haben ein Viertel mit Inklusion bei 45 Personen. Davor ungefähr ein Drittel Lehrlinge, die irgendeine Art von Beeinträchtigung haben. Nur uns fällt es halt nicht auf. Und das macht es halt, glaube ich, auch so wertvoll, dass wir als Team ganz gestärkt rausgehen, weil wir alle diese Barrierefreiheit nicht haben. Und ich glaube, das kommt schon sehr viel davon, wie die Geschäftsführung ist, wie die Unternehmensstruktur aufgebaut wird und wie halt dann auch wirklich das gelebt wird im Betrieb. Und ich sage einmal, es muss halt tatsächlich ganz oben gelebt werden, damit man die unteren Personen, also unteren, wir haben eine ganz flache Hierarchie, da sind auch alle per Du, das haben wir halt so übernommen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da die Leute abholt. Und bei uns funktioniert das eigentlich so, dass wir bis jetzt da noch nie eine Stelle ausgeschrieben haben, sondern alle Menschen, die zu uns kommen und sagen, ich würde gern bei euch arbeiten, das probieren wir halt auch mit den Stärken in unserem Unternehmen zu integrieren. Und gerade jetzt, wo wir halt auch wirklich von dieser Arbeitergesellschaft in die Sinngesellschaft wechseln und ein Thema am Arbeitsmarkt haben, gerade auch im Handel, also ich glaube, viele Leute sitzen ja heute hier und wissen, dass wir da einfach ja, attraktiver auftreten müssen, ist Inklusion ein ganz großer Beitrag, der geleistet wird. Und wenn der dann einfach auch nur zusätzlich passiert, dann ist halt das, glaube ich, das Schönste für das gesamte Team, das passieren kann. Wir haben ja ein gutes Beispiel da heute. Auf jeden Fall kommen wir auch gleich auf das Beispiel auch zu sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass HR-Verantwortliche, die hören, noch nie einen Job ausgeschrieben, was man da an Geld sparen kann, wenn man das nicht tun muss. Also wir sehen, dass Inklusion auch ein Motor für die Kostensenkung im Unternehmen sein kann. Aber was hat Sie dazu bewegt, dass Sie gesagt haben, ich sehe das als selbstverständlich, es fällt mir nicht mal auf. Oder wenn jemand eine Behinderung hat, dann finden wir eben nach den Stärken eine Rolle im Unternehmen, die gut passt. Was war denn die Initialzündung dafür? Ja, ich glaube, viele haben meine Geschichte vielleicht ein bisschen verfolgt. Also man hat ja gesehen, es ist alles so plötzlich passiert. Ja, so plötzlich selbstständig, plötzlich Geschäftsführung, plötzlich eine zweite Filiale, eine dritte, eine vierte, eine fünfte, eine sechste und siebte. Und das jetzt binnen 3 Jahren. Und das heißt, wenn man so schnell wächst, dann muss man sich ja Lösungen suchen, dass man das auch gut besetzen
wissen kann, dass es gut funktioniert. Es hat zum einen natürlich einen wirtschaftlichen Charakter, aber wenn, dann schon Menschen und du weißt im Hintergrund, da kommt jetzt eine Filiale auf dich zu und du brauchst Personal, sie schon bei dir bewirbt, dann ist man ja auch wieder, was man heute schon öfters gehört haben, die wollen. Und ich glaube, das muss man dann nutzen, dass man sagt, okay, da will jemand, wie kann ich dem im Unternehmen integrieren? Denn meine Meinung ist, das Menschliche, das hat man oder hat man nicht. Dass man verkaufen kann oder nicht, das ist irgendwas, das hat man, ja. Aber das Fachliche, das ist sozusagen auch ein bisschen Unternehmensauftrag, dass man das beibringen kann. Und wenn ich da über diesen Tellerrand hinausschaue, dann bin ich halt da viel flexibler, viel beweglicher und wir haben halt jetzt gesehen, in der Corona-Krise und trotz Wachstums, das funktioniert. Jetzt haben wir eine Frage bekommen aus dem Publikum. Wie muss man eine Stelle ausschreiben, dass man einen Menschen mit Behinderung findet? Jetzt haben Sie noch nie einen Job ausgeschrieben. Aber was denken Sie, muss man tun, um diese Jobs auch für die Zielgruppe selbst attraktiv zu machen? Damit Menschen mit Behinderung sagen, ich möchte dorthin, weil ich gehört habe, dass dort die Unternehmenskultur so inklusiv gelebt wird, dass ich dort unbedingt dabei sein möchte. Also was könnten Sie Kolleginnen und Kollegen mitgeben, damit sie ihre Betriebe attraktiv machen für Menschen mit Behinderung? Ich glaube, es geht einmal grundsätzlich um Wertschätzung generell den Mitarbeitern gegenüber. Und wenn Sie die Mitarbeiter auf der Fläche oder unser wichtigstes Gut vom Handel sind ja die Mitarbeiter, die an der Kasse sitzen, die den Kundenkontakt haben, das sind ja die Wirtschaftstreiber, denn die machen mir ja meinen Umsatz. Und wenn die diese Wertschätzung spüren und geben und dann auch natürlich bereit sind, Menschen, die genauso dann zu uns kommen und dort arbeiten wollen und sie die auch wohlfühlen, dann werden die halt schneller integriert. Und ich glaube, diese Wertschätzung, das ist, also wir haben heute zuerst noch geredet, ich habe eine Mitarbeiterin, das ist mir ein Dreivierteljahr gar nicht aufgefallen, dass die eigentlich eine Beeinträchtigung hat und zwar wirklich ein Handling. Also eigentlich ja, wenn man hinschaut, sieht man das, so wie Sie jetzt erst gesagt haben. Und aufgefallen ist uns das beim ersten Mal Regen, weil sie das erste Mal alleine für eine Stunde Dienst gehabt hat und bei der Firma Neugebauer am Daubenmarkt wir was rausgestellt haben und sie das nicht alleine reinschieben kann. Und da ist das erste Mal uns bewusst gewesen, aber die hat eine Beeinträchtigung. Ja. Also das, ich glaube, das ist wirklich die Barrierefreiheit im Kopf, dass man von ihm mal weggeht. Wo ist denn da der Hinderungsgrund? Gehen wir doch zu den Lösungen, schauen wir, dass wir lösungsorientiert denken. Und wir haben uns halt dann gesagt, ja gut, es ist halt wahrscheinlich, werden wir uns in Zukunft den Wetterbericht anschauen, wenn sie alleine Dienst hat. Ja, es macht sich dann immer so. Aber es liegt eigentlich so nah und so einfach, dass man Möglichkeiten halt schaffen kann. Und ich glaube, die Wertschätzung ist das Wichtigste, was wir unseren Mitarbeitern mitgeben können. Und wenn wir uns jetzt in Zukunft abheben wollen, auch vom Online-Markt und vom E-Commerce, dann ist das für den Fachhandel sowieso das Wichtigste, weil sonst finden wir ja auch keinen mehr. Das heißt, da kann man auf jeden Fall einen Applaus als Zeichen der Wertschätzung mitgeben. Und das zeigt auch, dass die Wertschätzung gelebt wird. Selina Neubauer, wir haben Sie auch schon angesprochen, Sie ist Lehrling, also derzeit in Ausbildung. Was für eine Lehrausbildung machen Sie denn derzeit bei Meritas? Ich bin gerade im zweiten Lehrjahr als Buch- und Medienwirtschafterin. Genau, also Buch- und Medienwirtschafterin ist der Überbegriff, der einfache Begriff Buchhändlerin. Warum haben Sie sich dazu entschlossen, diesen Beruf zu lernen und warum bei Meritas? Ich habe schon seit meiner Kindheit sehr gern Bücher gelesen, beziehungsweise sind mir Bücher vorgelesen worden, wodurch das dann so gefördert worden ist. Und durch das würde ich sagen, ist es dann einfach so entstanden, dass ich sage, ja, ich lese sehr gern. Und durch das ist es dann so geworden, dass ich Buchhändlerin werden wollte, weil ich sehr gern Bücher lese eben. Genau. Jetzt haben wir gehört, dass die Herausforderungen meistens erst nach ein paar Monaten auftauchen, wenn man merkt, oh, da geht vielleicht etwas anders oder schwieriger. Was ist für Sie wichtig, dass es am Ausbildungsplatz gut funktionieren kann mit Ihrer Behinderung im Betrieb inkludiert? Mir ist sehr wichtig, dass eben meine Arbeitskollegen sehr nett sind, Chef bzw. in dem Fall die Chefin. auch, dass generell ein gutes Arbeitsklima herrscht, dass der Arbeitsplatz ordentlich ist, sauber, dass man sich eben frei bewegen kann. Was mir auch sehr wichtig ist, ist, dass eben wir haben, wie man gehört haben, schon mehrere Filialen, die haben alle ein abwechslungsreiches Sortiment. Da sind auch die Regale sehr gut geschlichtet und eben jeder der eigene Sortiment, was mir auch sehr gut gefällt. Und was mir auch sehr wichtig ist, dass ich als Lehrling respektiert werde, dass ich Unstimmigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Probleme frei ansprechen kann und dass wir dann zusammen Lösungswege finden und dass das Problem dann sozusagen gelöst wird.
Jetzt waren all die Dinge, die Sie gebracht haben, das gefällt mir, im Endeffekt alles Dinge, die nichts mit einer Behinderung zu tun haben, sondern die man sich einfach erwartet von einem schönen und guten Ausbildungsplatz. Und das zeigt halt hier auch diese Selbstverständlichkeit. Herzlichen Dank dafür, dass Sie aus Ihren Erfahrungen mit uns geteilt haben und wünsche natürlich viel Erfolg, guten Abschluss der Lehre und vielleicht 8., 9., 10. Buchhandlung, die dazukommt. Vielleicht finden sich ja noch ein paar gute Standorte. Ich muss ja dazu sagen, ich habe ja immer geglaubt, ich auch bei IKEA die Karriere und dann kam plötzlich die Buchhandlung. Also es ist jetzt wirklich einmal Schluss, ja. Wer weiß, was noch alles kommt. Herzlichen Dank, Melanie Hofinger und Selina Neubauer von Meritas. Und genau darum geht es, dass Menschen den Mut haben, etwas zu starten, etwas zu machen und alle Barrieren, alle Hürden aus dem Weg stellen, damit sie wirtschaftlich ihren Erfolg schaffen können, damit sie auch die Ziele haben, die sie haben und natürlich damit die Wirtschaft ankurbeln in unserem Land, Menschen ein Einkommen geben, was für das selbstbestimmte Leben wichtig ist, das haben wir heute schon gehört. Und natürlich gibt es auch von Seiten der Wirtschaftskammer hier Ideen und Aspekte und Reize, die man setzen möchte, damit vor allem auch in Oberösterreich viele Menschen diesen Schritt machen, in die Wirtschaft gehen, selbstständig werden, Unternehmen gründen und Menschen mit Behinderung anstellen. Wir freuen uns jetzt auf Heike Lang von der Wirtschaftskammer Oberösterreich und freuen uns auch auf Ihre Worte und Ideen zum Thema der Anstellung von Menschen mit Behinderung. Ja, einen wunderschönen Nachmittag auch von meiner Seite. Ich bin hier für die Wirtschaftskammer Oberösterreich und ich freue mich über die Einladung und dass ich heute hier bei Ihnen in diesem wunderschönen Rahmen hier dieses interessante und sehr schöne Event feiern und besprechen kann. Der Wirtschaftskammer Oberösterreich ist natürlich die Inklusion ganz ein großes Anliegen, ein wichtiges Thema. Wir sind natürlich auch immer bestrebt und das schon seit mehr als 20 Jahren, die Inklusion in Betrieben zu fördern. Wenn man an den massiven Arbeits- und Fachkräftemangel denkt, ist es ganz ein wichtiger Zeitpunkt hier, auch Ressourcen zu mobilisieren, Arbeitskräfte zu mobilisieren, ein Potenzial zu heben, um hier diesem immer drängender werdenden Arbeits- und Fachkräftemangel zu begegnen. Und Menschen mit Beeinträchtigung sind eine ganz wichtige Zielgruppe, insbesondere dann, wenn sie am richtigen Platz, am richtigen Arbeitsplatz eingesetzt werden. Und dafür bedarf es Information, dafür bedarf es ein Matching. Und das hat die Wirtschaftskammer bereits vor mehr als 20 Jahren durch den Verein Integratio ins Leben gerufen, wo bis zum heutigen Zeitpunkt über 1300 Beschäftigungsverhältnisse zusammengeführt wurden, unterstützt wurden und hier sozusagen Menschen auch mit Beeinträchtigung die Chance gegeben wurden, einen Arbeitsplatz zu finden. So soll natürlich auch die Zeiten sozusagen auf Veränderung stehen, aber so soll es auch weitergehen und wichtig ist der Austausch. Der Wirtschaftskammer ist wichtig, dass man ein Matching mit den betroffenen Personen und mit Unternehmerinnen und Unternehmern macht. Und dieses Matching soll so aussehen, dass man eine Zusammenführung fördert, immer weiter vorantreibt und aber auch den einzelnen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern Unterstützung an die Hand gibt. Wie schaut so eine Unterstützung aus? Eine Unterstützung kann zum Beispiel durch Arbeitsassistenzen erfolgen, durch das Sozialministerium Service. Wir haben vorher schon einen Beitrag gehört von der Kollegin, wo ganz wichtige und zielgerichtete Förderungen stattfinden. Und natürlich aber auch, und das ist mir eine ganz wichtige Botschaft, im Umfeld der betroffenen Betriebe durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort auch beschäftigt sind und die das mittragen. Aber auch beispielsweise im familiären Umfeld Unterstützung, damit hier eine Integration im Arbeitsmarkt stattfindet. Eine wichtige Botschaft ist, wenn alle Menschen dabei sein können, ist es normal, verschieden zu sein. Und ich denke, das ist etwas, was wir uns alle auf unsere Fahnen heften sollen und ein Wunsch für uns alle und auch für die Zukunft. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Lang. Vielen, vielen Dank. Da können wir natürlich auch das bestätigend applaudieren und ich darf Sie auch gerne wieder
zu Ihrem gemütlichen Platz bitten, denn wir wollen uns genau das weiter jetzt anschauen. Sie haben es gesagt, das Matching muss passen. Man muss die Leute dort einsetzen, wo sie auch die Fähigkeiten haben. Mich in eine Maurerausbildung zu drücken, hat wahrscheinlich nicht gut funktioniert, aber mir ein Mikro in die Hand zu geben, funktioniert hoffentlich halbwegs gut. Das heißt, wenn man sich darauf konzentriert, was die Menschen können, was sie für eine Passion haben, dann hat jeder davon einen Gewinn und auch wir als Gesamtwirtschaft in Österreich und vor allem hier regional in Oberösterreich können davon profitieren. Und wir kommen jetzt zum vierten Best-Practice-Beispiel und wir haben einiges schon gesehen und gehört und haben jetzt von DM auch die Möglichkeit, aus ihren Erfahrungen zu lernen. Aber bevor ich die Damen und Herren zu mir nach vorne bitte, wollen wir uns gemeinsam ein Video anschauen. Für mich stimmt einfach der Slogan, hier bin ich Mensch. Wirklich, der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Ich fühle mich wertgeschätzt, weil ich genau so sein kann, wie ich bin. Ich kann ausgeflippt sein, ich kann mal nicht gut drauf sein. Das, glaube ich, ist ein großer Unterschied zu anderen Unternehmen, wo es vielleicht wirklich nur mehr knallhart um Zahlen geht oder um Umsatz geht. Bei dem ist doch der Mensch immer wieder im Mittelpunkt in allen Belangen. Dass jeder Mensch so genommen wird, wie er ist. Es wird einfach auf jeden persönlich eingegangen. Man wird niemals ausgebremst. Dass man mit Wertschätzung behandelt wird, dass wirklich tatsächlich der Mensch im Mittelpunkt steht. Ich kann alles so einbringen, wie man das denkt, und DM steht da genau hinter mir und unterstützt mich und lässt mich so sein, wie ich bin. Arbeit, anders leben, so sein, wie wir sind, das ist das auch, was wir Menschen mit Behinderung natürlich wollen. Und ich darf jetzt auch die verantwortlichen Damen und Herren zu mir bitten. Manuela Fuchshofer von DM, ihre Kollegen Marco Glockner, Gruppenleiter im Verteilzentrum von DM und Behindertenvertrauensperson Claudia Furt. Lena, herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass Sie hier sind bei uns. Kommen Sie zu meiner Linken, zu meiner Rechten. Ich schaue, dass jeder ein Mikrofon in der Hand hat. Genau, da liegen die zwei, Frau Fuchshofer. Wir haben also gehört, dass es wichtig ist, den Menschen so zu sehen, wie er ist. Aber wie ist denn die Haltung von DM zum Thema Menschen mit Behinderung und deren Beschäftigung im Unternehmen? Ja, hier bin ich Mensch, ist unser Slogan. Und ich glaube, das Video hat eh schon alles ausgesagt. Also wir sind wirklich bestrebt, den Menschen als Individuum zu sehen in seiner Ganzheit, mit seinen Stärken, Fähigkeiten, mit seiner eigenen Persönlichkeit einfach auch. Und wir haben es schon öfter heute gehört, es wird nicht einfacher am Arbeitsmarkt und es kommt darauf an, wie Sie ja einleitend schon gesagt haben, den Menschen wirklich nach den Fähigkeiten einzusetzen, nicht den Wunderwutzi, die eierlegende Wollmilchsau noch zu akquirieren, die es sowieso nicht gibt, sondern wir sind überzeugt, dass jeder Mensch Fähigkeiten einfach mitbringt und wir dann einfach schauen, wo passen die am besten. Also da ist für uns auch alles vorstellbar oder auch oft nicht. Also Dinge sind für mich zum Beispiel nicht vorstellbar, dass ich einarmig wettschwimme und sie gehen zu einer WM und machen locker einen dritten Platz so nebenbei. Das geht über mein Vorstellungsvermögen hinaus. Aber sie beweisen, es ist trotzdem möglich. Und ich glaube, da muss man einfach auch kreativ denken, immer wieder neue Ansätze probieren. Also es geht ums Ausprobieren. Nur weil man es nicht vorstellen kann, heißt es einfach nicht, dass das funktioniert. Und wir sind halt bemüht und bestrebt, das auch zu versuchen. Also wir haben auch einen Lehrling, einen Gehörlosen in einem Friseurstudio bei uns beschäftigt. Ich habe es leider noch nicht geschafft, diesen zu besuchen und mich mal selbst davon überzeugen lassen, aber sogar das funktioniert. Na, ich sollte auf jeden Fall wieder mal einen Friseur besuchen, vor allem jetzt nach der Weltmeisterschaft. Vielleicht geben Sie mir die Adresse. Das ist ein bisschen weit weg dann, aber gut zu wissen, wenn ich mal in Innsbruck bin. Aber seit wann beschäftigt sich DM mit dem Thema Inklusion von Menschen mit Behinderung? Mittlerweile schon seit über 10 Jahren. Also gestartet haben wir im Verteilzentrum in Enns, begleitet durch den Klaus Junkunz, der uns da auch noch, den wir auch noch hören werden im Anschluss, wo wir erstmals das Projekt gestartet haben und mal den Standort betrachtet haben und analysiert, wo gibt es jetzt Einsatzgebiete, was können wir umbauen, also eigener Bereich auch entstanden, kann vielleicht der Marc noch mehr dazu sagen. Dann in weiterer Folge haben wir auch eine Tour gemeinsam durch ganz Österreich gemacht. Alle Führungsverantwortlichen, also Filialstudioleiter, Gebietsmanager und auch die Geschäftsführung abgeholt und Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung betrieben. Also das ist für mich auch ganz was Wichtiges. Es gibt meiner Meinung nach in der Gesellschaft noch viel zu viele Barrieren im Kopf. Die muss man immer und immer wieder abbauen. Und so werden wir uns auch weiter vorantasten.
Und das funktioniert auf allen Ebenen. Sie haben jetzt den Herrn Glockner schon angesprochen. Da möchte ich auch gleich einhaken. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht als Gruppenleiter für Menschen mit Behinderung in Ihrem Verteilzentrum? Ja, man hat es doch schon sehr oft gehört. Man muss ja nicht nur oben bei der Geschäftsführung beginnen, die was trotzdem sehr oft auch mit an Bord ist. Man muss aber die Kollegen beginnen, beim direkten beim Vorgesetzten. Es sind nicht immer Barrieren, was das Problem sind, sondern die Angst. Die Angst bei Hörbeeinträchtigten. Wie funktioniert die Kommunikation? Wir haben vor ein paar Jahren 2 hörbeeinträchtigte Mitarbeiterinnen aufgenommen. Da war gleich mal die Angst, wie kommuniziere ich? Es ist das Einfachste, wenn ich zum Kollegen gehe und sage, hallo, ich brauche schnell was von dir. Wie mache ich das mit dem Kollegen? Was ist das Einfachste? Komm schnell, bitte. Das war eines der schwierigsten Dinge, was wir umsetzen haben müssen. Dann natürlich nur die direkte Kommunikation. Jetzt habe ich den Kollegen zu mir geholt. Er versteht mich, weil er natürlich durch Lippenlesen sehr gut versteht. Aber wie verstehe ich den Kollegen? War das Einzige oder das Einfachste, Stift und Zettel. Was haben wir noch geschafft? Arbeitsassistenz. Neber hat uns zum Beispiel bei den Bewerbungsgesprächen sehr gut unterstützt. Entschuldigung. Und so ist es dann immer weitergegangen. Aber das Schwierigste war für uns einfach, dass man die Kollegen sensibilisiert. Macht es wie mit normalen Mitarbeitern. Es funktioniert. Nehmt es genauso auf. Wenn es Schwierigkeiten gibt, erklärt es auch den anderen Kollegen. Und das war einfach immer das Wichtigste für uns, dass wir auch Mitarbeiter mit Beeinträchtigung ins Team mit einfügen. Das heißt, Offenheit, transparent, eine Kultur zu schaffen, wo man die Dinge auch ansprechen kann. Und wenn die Lösung ein Schulterklopfer ist, dann ist es eine gut implementierbare Lösung. Wo haben Sie jetzt vor allem Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer Hörbehinderung im Verteilerzentrum denn genau eingesetzt? Wir haben natürlich versucht, die Sicherheit von den bestehenden Mitarbeitern und natürlich die Sicherheit der beeinträchtigten Mitarbeiter zu gewährleisten. Also haben wir versucht, gerade Mitarbeiter mit Gehörlosigkeit nicht im direkten Lagebereich, wo natürlich Verkehr ist, einzusetzen, sondern einfach in der Automatisierung. Da fällt es uns einfach am einfachsten. Das heißt auch da angepasst an die jeweilige Situation die beste Lösung zu finden. Genau, also für die beeinträchtigten Mitarbeiter die richtige Tätigkeit zu finden, natürlich auch in Bezug auf die Sicherheit. Weil natürlich auch diese Aspekte gut mitbedacht werden müssen. Jetzt kann ich mir vorstellen, auch wenn man alles gut macht und gut machen möchte, dass das trotzdem immer wieder auch zu Herausforderungen kommt, vielleicht auch von Seiten der Menschen mit Behinderung. Auch die Behindertenvertrauensperson Claudia Furtlehner hat sicher da Erfahrungen gemacht. Welche Erfahrungen haben Sie denn als Behindertenvertrauensperson? Ja, man muss mal dazu sagen, wir sind zu zweit. Wir teilen sich das Verteilerzentrum und das Verteilerzentrum ist riesig. Wir haben einen Schichtbetrieb. Wir sind, wie gesagt, zu zweit. Die eine macht die Vormittagsschicht, die andere die Nachmittagsschicht. Wir gehen natürlich auf unsere Mitarbeiter ein, fragen sie, ob sie was brauchen, was für ihre Bedürfnisse das sie haben. Manchmal ist es leicht, dass man ihnen gleich hilft, manchmal eben nicht. Da muss man das natürlich mit den Gruppenleitern, mit dem Betriebsarzt, mit Betriebsräten abklären. Aber so groß und ganzen funktioniert das ganz gut. Welche Herausforderungen kommen denn, wenn sie aufkommen? Also was ist Ihnen da schon alles untergelaufen? Welche Lösungen muss man finden? Ja, die Lösungen bei uns sind teilweise die Arbeitszeiten. Wir haben ja 8-Stunden-Kräfte. Unsere Arbeit ist sehr anspruchsvoll. Wir haben sehr viele, die was eben in Rückenprobleme haben. Da muss man natürlich schauen, dass sie die Arbeitszeit verkürzen können, dass sie gewisse Utensilien kriegen, wie sprich Fahrzeuge. Wir haben Fahrzeuge, die kann man so ganz heben, dass sie sich nicht bücken müssen. Für die haben wir natürlich dann, für die Leute kriegen dann die Fahrzeuge. Ja, es gibt so gewisse Sachen wie Ansuchenstellen. Das machen wir natürlich mit einer, ja,
ganz verschieden eigentlich. Das heißt, überall eine Lösung gefunden. Eine Lösung für Rückenprobleme, die werden wir Ihnen später dann auch gleich noch vorstellen. Frau Fuchshofer, Herr Glockner, was ist denn alles noch geplant für Menschen mit Behinderung bei DM? Ganz allgemein ist mir wieder wichtig, dass man, nicht speziell die Menschen, sondern die Führungsverantwortlichen, unser Recruiting-Team auch sensibilisieren, immer wieder schulen, immer wieder neue Lösungswege erarbeiten. Also ich bin auch mit der Nicole Steger im Austausch, es ist ja nicht so, wir sind ja nicht in Konkurrenz, die Unternehmen gegeneinander, sondern miteinander. Aber wieder schauen, was funktioniert da, was können wir vielleicht auch übernehmen, einzusetzen. Aber wirklich immer wieder versuchen, die Barrieren abzubauen. Und Marco, im Verteilzentrum gibt es ein Projekt auch gerade? Genau. Wir liefern ja oder beliefern ja unsere Filialen auch in die Boxen, was sicher jeder kennt, die blauen Boxen. Natürlich gibt es da auch kaputte Boxen. Und wir versuchen jetzt derzeit die Boxen bei uns im Haus auch selbst zu reparieren. Das heißt, auch dafür beeinträchtigte Personen einfach einzusetzen. Das heißt, es gibt genug Arbeit, es gibt genug Notwendigkeit, dass man sich Gedanken macht, wie man Menschen mit Behinderung im Unternehmen inkludiert. Wir freuen uns, dass DM hier auch eine führende Position einnimmt. Herzlichen Dank für Ihre Erfahrungen aus der Praxis und darf Sie auch natürlich gerne wieder mit einem Applaus verabschieden. Manuela Fuchshofer, Marco Glockner und Claudia Furt-Lehne. Auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit wird also hier mitgedacht und versucht, eine Lösung zu finden. Das freut uns natürlich. Und es freut uns auch, dass wir nun zu einem der abschließenderen Stimmungsbilder sozusagen auch zu diesem Thema kommen. Und zwar von einem neuen Partner, denn zum ersten Mal wird der Zero Project Unternehmensdialog auch mit Business Upper Austria gemeinsam durchgeführt und gemacht. Und Christian Altmann ist jetzt schon hier. Ich würde sagen, wir geben ihm trotzdem noch einen Applaus. Herzlichen Dank. Auch, dass als neuer Partner gemeinsam hier dieser Unternehmensdialog gemacht wird. Und ich darf auch Sie um Ihre Worte bitten. Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite einen recht herzlich willkommenen Nachmittag. Ich möchte mich wirklich herzlich bedanken im Namen der Österreichischen Standardagentur, dass wir Kooperationspartner sein dürfen, schon zum zweiten Mal nach dem letzten Jahr für diese tolle und spannende Veranstaltung, weil, glaube ich, eines hier heute wieder sehr, sehr gut gezeigt wurde durch die vielen Unternehmensbeispiele, dass Menschen mit besonderen Bedürfnissen auch besondere Fähigkeiten haben. Und da geht es auch schon darum, dass man diese Erfahrungen auch teilt, dass man herzeigt, wie gewisse Dinge auch funktionieren, wie smarte Lösungen auch umgesetzt werden können, weil ohne das Hinschauen und das konkrete Suchen nach Möglichkeiten wird man eben sozusagen auch das Thema Inklusion in die Unternehmen nicht auch hinaustragen. Insofern auch herzlichen Dank an Sie, Herr Essler, auch mit Ihrer Foundation, dass Sie hier als Pionier in Österreich unterwegs sind und versuchen, hier eine Veränderung herbeizuführen, dass das nicht Gönnertum ist, wie das heute schon angesprochen wurde, sondern auch einfach wirtschaftliche Notwendigkeit sehen wir hier in Oberösterreich ganz besonders. Wir sind ja der Wirtschaftsstandort Nummer 1 in Österreich, wie wir immer so gerne auch betonen. Aber wir haben jetzt mit 3,4% Arbeitslosigkeit Ende Mai wirklich einen Wert erreicht, der annähernd an der Vollbeschäftigung ist. Wir haben, glaube ich, aktuell fast 700.000 Menschen in Beschäftigung. Das ist auch ein All-Time-High. Und gleichzeitig, wenn wir aber durch die Unternehmen fahren und Gespräche mit den Unternehmen führen, gibt es kein Unternehmen, das uns nicht aktuell sagt, wir finden keine Leute, wir brauchen Arbeitskräfte. Da geht es gar nicht um Fachkräfte, da geht es um Arbeitskräfte, die wir brauchen, um sozusagen weiterhin Wertschöpfung am Standort erwirtschaften zu können. Und auf der anderen Seite gibt es auch heute die durchschnittliche Erwerbsquote. Und da wissen wir, dass die durchschnittliche Erwerbsquote in Oberösterreich bei ungefähr 75-80% liegt. Und bei Menschen mit Beeinträchtigungen oder mit besonderen Bedürfnissen liegt sie bei rund 56-57%. Also hier ist ein großes Potenzial vorhanden, das wir gemeinsam heben müssen. Und insofern sind solche Unternehmensdialoge ganz, ganz, ganz wichtig, um hier Mut zu machen, mitzumachen. Und deswegen sage ich noch einmal herzlichen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Und ich freue mich schon, wenn wir auch nächstes Jahr und in Zukunft viel intensiver zusammenarbeiten können. Vielen Dank. Darauf freuen wir uns auch. Herzlichen Dank, Christian Altmann, für das gemeinsame Arbeiten und das
dafür sorgen, dass diese Beschäftigungsquote bei Menschen mit Behinderung nicht mehr anders ist als bei Menschen ohne Behinderung, weil auch das bedeutet dann wirklich Inklusion und Normalität auch am Arbeitsmarkt, Zugang zum ersten Arbeitsmarkt. Wenn Sie jetzt also gesehen haben, es funktioniert bei großen Unternehmen, bei kleinen Unternehmen, bei eigentümergeführten Unternehmen, bei Franchise-Systemen, man kann Menschen mit Behinderung anstellen und Sie wollen etwas tun, dann ist oftmals, wohin wende ich mich, wer nimmt mich an der Hand, wo kann ich diese Angst lösen im Betrieb oder auch außerhalb des Betriebes, die Vorurteile, die da sind, wer kann mir da unterstützend zur Seite sein und da werden wir jetzt einiges hören, aber meistens wird man oft dann auch zum AMS einmal gehen und nachfragen und wir freuen uns, dass Gerhard Strasser, der Leiter des AMS Oberösterreich, uns eine Videobotschaft geschickt hat, die wir uns jetzt auch gemeinsam anschauen wollen. Sehr verehrten Damen und Herren der Essel Foundation, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich möchte gerne meinen Optimismus mit Ihnen teilen und dazu zeige ich Ihnen am Anfang meiner Grußbotschaft einfach eine kurze Übersicht über den Arbeitsmarkt in Oberösterreich. Wenn Sie hier auf diese Folie schauen, sehen Sie seit Jänner 2021 den Rückgang der arbeitssuchenden Menschen und den Anstieg der offenen Stellen. Und derzeit im Mai haben wir einen Gap zugunsten der arbeitssuchenden und arbeitslosen Menschen. Das heißt, es gibt mehr offene Stellen als arbeitssuchende Personen. Und dies ist natürlich auch ein Grund für meinen Optimismus bei der Vermittlung von Menschen mit Einschränkungen. Das heißt, die Chancen für diese Personengruppe ist wieder größer denn je, weil die Wirtschaft dringend Personal sucht. Und ich denke mir, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um alle Kräfte zu bündeln, um hier zu unterstützen. Das AMS mit seinen Instrumenten und Fördermöglichkeiten die Betriebe mit dem Chancen geben und alle, die in diesem Bereich mitarbeiten, um hier initiativ Erfolge zu erzielen. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, vor allem bei der Essel Foundation, bei der Caritas, die hier groß unterstützt und natürlich auch bei IKEA, die hier als Betrieb zur Verfügung steht. Ich wünsche der Veranstaltung ein gutes Gelingen und ich darf Ihnen sagen, die Chancen am Arbeitsmarkt sind derzeit groß wie lange Zeit nicht. Daher ein gutes Gelingen. Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Strasser. Die Chancen sind hoch, aber eben die Herausforderungen für Betriebe auch dementsprechend groß. Und wir wollen Ihnen zeigen, dass Sie nicht alleine sind. Und deswegen freue ich mich jetzt, dass ich Edgar Kratzer von der Caritas Oberösterreich und Klaus Junkuns vom NEBA Betriebsservice zu mir bitten darf. Natürlich auch für Sie einen herzlichen Willkommensapplaus. Und rechts, links, wo Sie sich am wohlsten fühlen. Wenn man also ein Projekt starten möchte, einen ersten Schritt machen möchte, dann gibt es unter anderem neben vielen anderen Damen und Herren auch diese beiden Herren, die unterstützend zur Seite stehen. Wir gehen auch gleich zur Caritas Oberösterreich, denn die ist bekannt dafür, dass sie wirklich ganz viele Qualifizierungsprojekte erfolgreich durchführt und damit auch wirklich genau nach den Fähigkeiten unterstützt und ausbildet. Wie macht die Caritas das und welche Projekte gibt es da derzeit? Ja, danke. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, zwei Angebote von uns sind ja jetzt schon in den Keynotes vorgetragen worden. Danke, Barbara Ritzberger. Ich glaube, vom Projekt Handwerk brauche ich nicht mehr erzählen. Sie hat das recht eindrucksvoll geschildert. Frau Bayer, Sie machen Ihre Ausbildung über des Förderinstruments des AMS, über die arbeitsplatznahe Qualifizierung, AQUA abgekürzt. Da sind wir Kooperationspartner auch des AMS. Und was bedeutet das ganz genau? Sie haben einen Wunsch einer Ausbildung, sind arbeitssuchend und machen mit dem Unternehmen so quasi einen Ausbildungsplan. Und das Unternehmen hat den Vorteil, dass dann eine ganz passgenaue Weiterbildung für Sie anbieten kann und werden dann im Idealfall dann auch übernommen vom Unternehmen. Das ist das eine. Und das zweite, und wer schon länger beim Unternehmensdialog dabei ist, war voriges Jahr, haben wir das Projekt Industrie beim Stahl im Sterner Trainingscenter vorgestellt. Im Projekt Industrie begleiten wir Jugendliche in ihrer Ausbildung in namhaften Industriebetrieben.
Ja, weiters haben wir berufsvorbereitende Maßnahmen. Wir bereiten permanent an die 100 Jugendliche auf die Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes vor. Das heißt, da hält man, wenn sie Potenziale suchen, 100 junge Menschen pro Jahr suchen alleine in unseren Projekten einen Ausbildungsplatz. Und ja, danke auch den Unternehmen, es gelingt uns auch ganz gut. Und eine besondere Form der Kooperation zwischen Unternehmen und der Caritas ist die integrative Beschäftigung. Integrationsbegleiterinnen und Begleiter machen mit Menschen mit Behinderung, führen Aufträge aus in den unterschiedlichen Unternehmen. Und das ist sowohl in Einzelsettings als auch in Gruppensettings möglich. Ja, klingt recht kompliziert, aber meldet euch, liebe Unternehmen und Unternehmer. Wir können Ihnen gerne weiterhelfen. Jetzt meine Frage, warum profitieren dann Unternehmen, wenn sie mit der Caritas so ein Projekt, warum braucht es die Caritas als Kraft, die natürlich viel Erfahrung hat, viel Wissen hat für die Unternehmen? Welche Ängste kann man da nehmen, wenn man mit der Caritas zusammenarbeitet? Ja, aufgrund der Kleinteiligkeit der Projekte, wir haben so viele unterschiedliche Sachen, können wir auch sehr passgenau vermitteln einfach. Ja. Es sind alleine in die berufsvorbereitenden Maßnahmen vier Projekte, wo wir Jugendliche, junge Erwachsene begleiten. In uns in der Abteilung allein sind es 300 Menschen, die was in unterschiedlichsten Sachen einfach auch Arbeitsplätze suchen, und wir können dann auch sehr passgenau einfach auch die Jugendlichen, jungen Erwachsenen auch ihren Stärken einfach auch vermitteln. Das heißt, da gibt es viele Vorteile der Zusammenarbeit, vor allem auch in den Qualifizierungsmaßnahmen. Aber Klaus, du vom NEBA Betriebsservice weißt natürlich auch, welche Serviceleistungen unterstützend für Unternehmen da sind. Was könnt ihr denn Unternehmen alles anbieten? Also zunächst mal, wenn ich hier in die Runde schaue, könnte ich mir vorstellen, dass es einige gibt, die jetzt hier gute Ideen gekriegt haben. Also bei so viel unternehmerischem Mut und guten Beispielen fragt sich bestimmt die eine oder andere, und wie könnte es bei mir ausschauen? Ja, und dafür können wir jetzt mal anbieten, im Nachgang an die Veranstaltung, dass man sich einfach mal zusammensetzt und sagt, wie sind denn die Ideen und wie könnte es weitergehen? Und dafür haben wir Zugang zu vielen, vielen Möglichkeiten in Oberösterreich und eigentlich auch zum kompletten Arbeitskräftepotenzial von Menschen mit Behinderung. Was wird meistens konkret gesucht oder in Anspruch genommen, oder was ist so der größte Need am Anfang, wenn man die ersten Schritte setzen möchte? Also der größte Need ist momentan, und wir haben den Gerd Strasser gehört, ist tatsächlich Personal. Ja, und es geht nicht allen so einfach wie bei der Firma Meritas, dass man nicht ausschreiben muss, sondern die Frage ist tatsächlich, sind Menschen mit Behinderung noch eine Potenzialgruppe, wenn man die entsprechende Kreativität mitbringt und den Willen, die noch zusätzliches Arbeitskräftepotenzial darstellen, mit vielen weiteren anderen Vorteilen. Und da gibt es auch den Potenzialgruppencheck. Was ist das genau? Der Potenzialgruppencheck, also ein kostenfreier Beratungstermin ist ganz nah bei Ihnen, nämlich in Ihrer Willkommenstasche. Da ist so eine Karte mit einem QR-Code, und wenn Sie den scannen, dann können Sie sofort einen Online-Termin buchen, und wenn Sie möchten, haben wir gemeinsam mit Business Up Austria entwickelt, auch 10 ganz simple Fragen, die Ihnen zeigen, wo Sie gerade stehen beim Thema Inklusion und was Sie vielleicht noch vorhaben. Das heißt, ganz einfach und niederschwellig der Zugang zu Informationen, aber natürlich auch zu wirklich individuell gestalteter Unterstützung, wenn man die ersten Schritte setzen möchte, um Menschen mit Behinderung anzustellen. Vielen, vielen Dank für die Vorstellung und auch natürlich für die Kooperation. Ich habe noch eins. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ganz kurz, und zwar, das ist ganz nah bei Ihnen, noch näher sind Kolleginnen und Kollegen vom Betriebsservice, die jetzt auch heute hier sind und die auch heute schon zum Gespräch zur Verfügung stehen. Zeigt euch bitte kurz mit Handzeichen. Ja, auf die können Sie zugehen und jetzt schon Fragen klären, falls es welche gibt. Das wird auf jeden Fall in Anspruch genommen. Herzlichen Dank, Klaus Junkutz und Edgar Grazer. Auch Sie begleiten mich natürlich mit einem Applaus zurück auf Ihre Plätze. Und vor allem im Hinblick, wenn es darum geht, dass vielleicht
Umbauten notwendig sind, dass vielleicht Förderungen in Anspruch genommen werden müssen, um Rahmenbedingungen einmal herzustellen, wenn man einen Kandidaten, eine Kandidatin hat, aber man sich denkt, boah, das ist schwierig, das wird nicht gehen. Da möchten wir jetzt eine Lösung zeigen, die mich persönlich fasziniert hat, die ich auch schon ausprobiert habe, wo ich mir gedacht habe, Marek, das ist nicht nur für Menschen mit Behinderung was, das ist auf jeden Fall für jeden spannend. Und wir schauen uns ein Video nun an und dann werden wir auch die verantwortlichen Herren noch kurz bei mir hier vorne begrüßen. Aber jetzt, wie gesagt, das Video zum Projekt Standing Ovations. Wir sehen jetzt, was das ist und dann werden wir schnell noch darüber reden. Das ist also Standing Ovation und wir begrüßen jetzt die Erfinder und Gründer und Geschäftsführer von Standing Ovation, Peter Lammer und Bernhard Tichy, hier vorne bei uns. Herzlich willkommen. Sehr spannend auch zu sehen, die Mikrofone sind bei Ihnen am Tisch, dass man mit technischen Hilfsmitteln recht schnell und leicht dafür sorgen kann, dass Berufe, die wahrscheinlich nicht mehr möglich geglaubt waren, trotzdem noch möglich machen. Sie hatten ja selber einen Unfall und konnten ihren Beruf als Koch nicht mehr ausüben, aber dass es jetzt funktioniert, das hat man gesehen. Ist an, das sollte funktionieren. Hallo. Jetzt haben wir es, glaube ich, abgeschaltet, aber kein Problem, wir nehmen das andere. Wir haben ja genug Mikrofone da. Genau. Test? Ja. Ja, wo anfangen? Ich habe einen sehr schweren Unfall gehabt, liegt viele Jahre zurück, unverschuldet, Verkehrsunfall, viele Operationen, viel verloren, ein Betrieb mit 100 Mitarbeitern abgeben müssen, eine Familie verloren, viele Schmerzen, viele Operationen. Und dann war es wirklich sehr schwer, wieder aufzustehen. Wie kam es dazu? Es war einfach relativ klar für mich, es wird nicht weitergehen. Und ich war sozusagen bereit, mich aufzuhängen. Und bevor ich das gemacht habe, habe ich zu meinem Freund gesagt, Bernie, häng du mich auf, sonst muss ich das machen. Und jetzt musst du ein paar Worte dazu sagen. Jetzt muss ich ein paar Worte dazu sagen. Also, ja, es war tatsächlich so, der Peter war eigentlich am Ende, was seine Ideen angeht. Es war nicht nur der Betrieb mit den 100 Mitarbeitern, sondern das ganze Leben eigentlich betroffen. Die Ehe ist in die Brüche gegangen, oder die Beziehung, die Kinder, die alles, was halt so nur dazukommt, mit so einem Unfall, der einen über Jahre hinweg beschäftigt. Und ich komme aus einem Bereich, wo man mit Kletterzeug zum Tun hat. Und da haben wir geglaubt, wir hängen den Peter einfach mit dem Klettergurt auf. Gut ist gegangen, aber nicht lang, 15 Minuten, dann sind ihm die Füße eingeschlafen und dann haben wir zum Suchen angefangen. Und unterm Strich ist dieses Gerät entstanden, das eigentlich alles das kompensiert, was der Peter nicht mehr so gut kann. Es bringt ihn nach vorne, nach hinten, nach links und nach rechts und nach oben und nach unten. Und das entlastet ihn so sehr, dass er diesen Beruf wieder ausüben kann. Und so wie der jetzt durch die Küche geflogen ist, mag man eigentlich vergessen, dass der Peter 80% eingeschränkt ist, also behindert ist und eigentlich in keinem stehenden Beruf mehr integrierbar ist oder wäre.
Und es funktioniert. Sie haben ja den Vergleich zu vorher, als Sie die Behinderung noch nicht hatten. Hier ein Applaus. Das gute und richtige Aufhänger, das hat geklappt. Sie haben ja den Vergleich zu vorher, wie den Küchenjob auch durchgeführt haben, mit beiden Füßen ohne Beeinträchtigung. Und nun, jetzt, würden Sie auch sagen, dass das wirklich manche Dinge besser, leichter, einfacher gehen? Ich kann einfach nur sagen, wer einen stehenden Beruf ausübt, der weiß, dass man immer mal müde wird. Und je älter man wird, desto schneller wird man müde und desto schneller kommt es zum Verschleiß von den Beinen, vom Rücken, von der Hüften, von den Knie angefangen. Ich bin jetzt mit meiner Beeinträchtigung schneller und besser als je zuvor. Mein Lehrling ist 18, der ist vor mir müde. Und ich muss manchmal meinen Bügel aus der Hand geben und sagen, bitte setz dich da drauf und mach mal die Schicht fertig. Also wir haben ein Gerät entwickelt, nicht nur für Menschen wie für mich oder Menschen, die Rückenschmerzen haben, sondern wirklich für jeden Gesunden. Und ich denke, es wird ein großer Einsatz sein, auch in der Prävention. Ich habe mich eingelesen und eines der USPs ist ja, dass man die Hände frei hat. Das ist für mich wahnsinnig wichtig, dass ich immer etwas tun kann mit meiner einen Hand. Dadurch auch für andere Berufsfelder natürlich spannend und relevant. Welche Erfahrungen haben Sie denn schon? Wo wird Standing Ovation denn schon überall eingesetzt? Also die Kernfunktion ist, glaube ich, augenscheinlich. Es wird das Gewicht von den Beinen genommen. Dazu kommt die aufrechte Körperhaltung. Und man hat, wie Sie richtig sagen, die Hände frei. Und somit ist eigentlich jeder stehende Arbeitsplatz, der sich, sage ich mal, auf 25 Quadratmetern abspült, und das sind sehr, sehr viele stehende Arbeitsplätze, prädestiniert für den Einsatz. Doch decken wird schwer, aber Sie haben es gesehen im Video, dieses zusätzliche Aufnehmen von Lasten, das wird auf das Gerät übertragen. Man hebt das Ganze sehr körpernah. Wir sind mittlerweile draufgekommen, wir waren Gastredner bei der AUVA-Präventionstagung, dass mit dem Gerät eigentlich falsche Belastung gar nicht mehr möglich ist. Weil wenn man falsch belastet, dann fällt man runter. Und somit muss man sich halt richtig positionieren beim Heben und Bewegen von Gegenständen. Und wenn man jetzt ganz simpel sagt, jemand mit Krücken oder ja, mit Krücken, bitte stößt mir den Kaffee von da um mich, dann wird es schon schwierig. Und der Peter erwischt alle seine Laden ganz unten, erwischt alle seine Kochlöffel ganz oben und kann relativ mühelos mit einem Handgriff den Sitz heben und senken. Das kann man auch ausprobieren. Peter Lama und Bernhard Dichy sind hinten. Wenn Sie schauen, ist alles aufgebaut. Sie können es also durchprobieren. Eigentlich sind wir vorne. Genau, also umgekehrt. Ja, wir sind hinten jetzt. Aber wenn Sie aus unserer Position dann nach hinten gehen vom Buffet, dann werden Sie dort es ausprobieren können. Ich habe es, wie gesagt, schon ausprobiert. Und es zeigt, dass technische Hilfsmittel oftmals die Problematiken, die man sich denkt, naja, wie könnte denn der den Lagerjob machen? Und es funktioniert aber. Und soweit ich auch weiß, gibt es für solche Installationen auch Förderungen. Das heißt, man ist dann nicht auf sich alleine gestellt, wenn man sich dazu entscheidet, diesen Investitionsschritt auch zu setzen, um bestimmte Behinderungsgruppen im Unternehmen anzustellen. Das heißt, nutzen Sie auf jeden Fall die Möglichkeit. Und weil ich sportliche Wettkämpfe liebe und es ja auch ähnliche Dinge gibt, wie zum Beispiel ein Exoskelett, in einem sportlichen Sprint zwischen dem Standing Ovation Projekt und einem Exoskelett, wer gewinnt denn da? Wir werden gewinnen. Was sind denn die Vorteile im Vergleich zu einem Exoskelett? Abgesehen davon, dass Sie keine App, keinen Stecker und keine Software und keine Hardware brauchen, sind Sie wesentlich schneller und flexibler. Und der weitere Vorteil ist, dass jegliche Aufnahme von Gewicht immer in den Sattel mündet und nicht auf den geschundenen Beinen. Das ist der wesentliche Vorteil. Und ich glaube, deswegen werden wir auch gewinnen. Und auch ausprobieren, wie gesagt, die Möglichkeit. Herzlichen Dank, Bernhard Dichy und Peter Lammer. Und nutzen Sie da auf jeden Fall dann die Station. Darf ich noch ganz kurz ergänzen? Natürlich, sehr gerne. Zu den angesprochenen Berufsgruppen. Wir haben leider die Erfahrung gemacht, dass wir stigmatisiert werden mit der Küche. Also unser Lead-User ist der Peter, ein Koch. Und jetzt
laden wir sie wirklich ein, über den Tellerrand zu schauen. Es ist tatsächlich jeder stehende Arbeitsplatz ein möglicher, egal ob in der Stahlindustrie, in der Lebensmittelindustrie haben wir schon bewiesen, aber auch in vielen anderen Bereichen, wenn man sich nur traut, das auszuprobieren. Also auch da keine Grenzen gesetzt. Herzlichen Dank und viel Erfolg und danke, dass es solche Innovationen gibt, die die Inklusion in den Arbeitsmarkt ermöglichen. Vielen Dank. Danke sehr. Mir ist zugeflüstert worden, bis später. Ich werde dort, wie gesagt, noch vorbeischauen. Sie machen das hoffentlich auch. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres gemeinsamen offiziellen Teiles. Wir haben natürlich noch viel Zeit für Sie, damit Sie sich austauschen, damit Sie die Expertise nutzen von Damen und Herren, die in der Wirtschaft schon Erfolge gefeiert haben mit Menschen mit Behinderungen, aber auch Erfahrungen von Behinderungsgruppen selbst. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und sich diesen wichtigen Thema annehmen. Irgendwann werden wir es schaffen, dass jeder Mensch mit Behinderung, der in unserer Gesellschaft arbeiten möchte, dass das kann, dass er händeringend angenommen wird von jedem, dass wir in einen Konkurrenzkampf verfallen um Menschen mit Behinderung und wir uns dann frei die Jobs aussuchen können. Das ist das Idealszenario, denn damit schaffen wir wirklich Inklusion. Und Inklusion ist nicht nur Teilhabe in der Form, dass wir mit dabei sind und konsumieren, sondern auch Teilhabe, dass wir beitragen können. Das wollen wir Menschen mit Behinderung, dass wir im beruflichen Alltag, im gesellschaftlichen Alltag, dass wir überall auch unsere Talente einsetzen können. Und Sie machen das möglich, indem Sie die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Dadurch, dass Sie Interesse zeigen an den Zero Project Unternehmensdialogen und an den Austausch, bin ich davon überzeugt, dass Sie gemeinsam mit den Partnern, die wir heute auch alle schon kennengelernt haben, ob das die Caritas Oberösterreich ist, ob das Business Upper Austria ist, ob das das NEBA Betriebsservice ist, aber auch das Team von Zero Project selbst, Sie alle stehen Ihnen zur Verfügung, damit Sie aus den Erfahrungen von allen bisher lernen können. Und natürlich gibt es ganz, ganz viel Informationsmaterial auch auf den Unterlagen, auf den Seiten von Zero Project. Dort werden Sie auch den Link haben, um nochmal alles nachzusehen. Das heißt, wenn Sie wirklich spannende Fragen noch einmal haben, wenn Sie nochmal sich genau anhören wollen, wie das jetzt bei IKEA, bei DM war, wie das bei Meritas funktioniert hat, wie leicht bestimmte Förderungen funktionieren, können Sie das dort alles noch einmal nachsehen. Und natürlich alle Informationen, die Sie in den Willkommensgeschenken bekommen haben, blättern Sie durch und wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden mit weiteren Fragen. Aber jetzt natürlich tut es mir sehr leid, dass ich unsere Gäste im Livestream nicht zum Buffet verabschieden kann. Aber ich hoffe, Sie haben etwas Gutes daheim liegen, ob das jetzt das Abendessen ist, ob das noch eine Jause ist. Womit ich Sie aber verabschieden kann, ist mit einem Appell ein großes Danke. Und eben, Sie können in Ihrem Umfeld bei den Menschen durch den Abbau von Barrieren im Kopf großartig dazu beitragen, dass wir die Inklusion von Menschen mit Behinderung im Arbeitsmarkt vollumfänglich schaffen. Und danke auch Ihnen für das Interesse. Und alle gemeinsam, bevor wir dann zum wunderschönen gedeckten Buffet gehen, verabschieden wir jetzt mit einem ganz besonderen Video, nämlich mit der Zero Project Hymne. Und diese Zero Project Hymne ist extra für Zero Project geschrieben worden und soll das bezeichnen und zeigen, was wir erreichen wollen, nämlich eine Welt ohne Barrieren für Menschen mit Behinderung. Und die Version, die wir Ihnen jetzt zeigen, die ist übersetzt worden in 15 verschiedene Gebärdensprachen. Und welche Vielfalt da auch in der Explosion für Menschen, die die Gebärdensprache sprechen, vorhanden ist, das sehen wir jetzt. Und damit herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich würde sagen, Zero Project Hymne ab und später freuen wir uns dann hier noch über den gemeinsamen Austausch und die gemeinsame Zeit. Herzlichen Dank. Education, employment, accessibility, independent living, and political participation, innovative practices, and innovative policies, a network of civil society. If you see me, take me just the way I am. We could change the world because we understand. If we both are part of the
the same society. I could be me. Zero barriers, zero walls, zero borders, zero bonds, zero limits. By reaching our aim, zero project, the dignity of man.